Please hold for a very important message. Nein. Und nochmal von vorne. Hallo, wir haben gerade schon 3 Stunden geredet. Und dann festgestellt, die Mikros waren nicht an. Nein, nur 10 Minuten. Ja, das stimmt. Also hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo, guten Morgen. Langsam aber sicher neigen wir uns dem Ende zu, ne? Wir sind bei Folge 9. Was gibt's denn noch? 10 und Wiedersehen oder was? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Also wir haben jetzt noch die Dream Dates, es muss ja irgendwie noch Home Dates geben, oder? Dream Dates, Home Dates, Finale. 3 maximal. Aber ja, vielleicht sind auch 2 in 1. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es gibt. Und hoffentlich ist es jetzt nicht die vorletzte schon. Das wäre schlimm, ne? Ja. Dann sehen wir uns erstmal nicht mehr. Richtig, weil Sanja sagt, wenn es vorbei ist, sehen wir uns nie wieder. Es ist dann einfach vorbei. Nein, du warst jetzt auch schon zweimal in Folge da. Was macht es eigentlich mit dir, dass dich so viele Schnuffelhasen mögen? Gibt mir sehr viel. Ja? Ja, ist voll schön. Ja? Ja, weil im Real Life mögen mich weniger Leute, aber hier... Fiktiv, auf deinem Kanal werde ich wenigstens akzeptiert. Ist es so? Nee. Aber trotzdem ist es sehr, sehr schön, wirklich. Ich habe letztens im Kiosk bei mir, ich habe gerade mit den Zigaretten zu kämpfen, ne? Ja, habe ich schon mitbekommen, ja. Ich hatte auch Kaugummis dabei. Wirklich? Ich will wirklich nicht mehr rauchen. Ja, besser. Ich hatte so eine Sache rausgefunden, ich konnte bei meinem Kiosk mal einzelne Zigaretten kaufen. Ja, konnte ich früher auch, also ja. Also war ich da ziemlich oft. Dann habe ich einen Schnuffelhasen seit der ersten Stunde getroffen, ne? Und die war so, ich habe allen in der Nachbarschaft erzählt, dass, die empfiehlt das immer weiter und sie sagt so, alle lieben Steffen. Es gibt auch Gesprächspartner, die werden nicht so gut angenommen. Ja. Ich hatte da schon ein paar, die dann auch gesagt haben, ich will nie wieder in ein YouTube-Video. Weil die so auseinandergenommen wurden. Schade. Ja. Na gut. Mir geht's auf jeden Fall sehr, sehr gut hier. Ich fühle mich sehr wohl unter den Schnuffelhasen. Sehr schön. Ja. Und wir sehen auch schon fast aus wie Schnuffelhasen heute, ne? Mit unserer Kleidung. Du hast heute was ganz Neues mit mir ausprobiert. Wunderschöne Kleidung. Ja, letztes Mal, der Arm ist dann ja so gefroren. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, du ziehst einfach jetzt mal Polunder und Cardigan übereinander an, ja? Das geht halt auch. Also ihr habt ganz viele Kombinationsmöglichkeiten. Und ich muss sagen, ich werde es gleich ausziehen, weil es ist sehr warm. Richtig warm. Krass. Sag ich doch. Richtig, richtig nice. Aber schön, ich glaube, da hat keiner was dagegen, wenn du dich ausziehst nach und nach. Ja. So ist das. Und wir haben Geschenke für euch, weil es ist auch bald, was kommt? Ostern. Stimmt. Ja. Osterhase, Schnuffelhase. Und deswegen gibt es 15% Rabatt für euch. Genau, mit dem Code Schnuffelhase. Hast du eigentlich gesehen, dass ich es beim letzten Mal komplett falsch erklärt habe? Ja, das war mega lustig. Wie fährst du denn jetzt echt? Weißt du, hast du drauf, wie es richtig geht? Du musst, glaube ich, sagen, hier steht so EU und dann kommt hier ein Strich und dann steht hier Schnuffelhase. Genau, ich war noch zu derbe selbstsicher. Also, das wird so sein. Und du so, okay, gut. Ja. Weißt du, was krass ist? Diese Cardigan. Ja. Kam ja erst im Januar, glaube ich, raus oder so. Ja, im Januar, genau. Ja. Der ist in der Größe XL schon ausverkauft. Heftig. Geil, gell? Ja. Also natürlich nicht so geil für die ihn gerne in der Größe haben wollen, aber für mich bedeutet das halt, dass er gut angekommen ist, ja. Heftig. Sehr schön. Und dann noch XL. Was sagt es die Leute schon auf XXL? Ja, aber man teilt auch immer so ein bisschen ein, man bestellt von den mittleren Größen ein bisschen mehr als von den Randgrößen. Mhm. Das ist einfach... Ah, ja. Normal, weil die in der Regel öfter gekauft werden. So. Ich finde das so spannend, was man alles so beachten muss. Es ist viel. Ja. Es ist sehr viel. Also die Schnuffelhasen haben im letzten Live gesagt, sie wünschen sich Merch. Da müssen wir dann auch mal drüber reden. Können wir drüber reden. Was wir da so machen können. Mhm. Ihr Süßen. Und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, jetzt das erste Mal einschaltet und euch fragt, was machen diese 2 Männer hier? Wir reacten mit Herz und Verstand. So viel wir davon eben haben. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mit dazu hoppelt und den Kanal abonniert, einen Daumen nach oben dem Video gebt und keine stillen Zuschauer sein. Richtig. Das wollen wir nicht. Genau, lasst uns wissen, was ihr von uns haltet und was ihr von dem Video haltet. Vor allem, wir machen so viele Debatten auf und so viele, ne, die Leute können dann echt so relaten und dann so, ja, mit Arbeit ist so, dem ist so, das ist so, ja. Ja, also wir sind letztes Mal wieder gut ausgeschwiffen. Ja. Aufgeschweift.
Aber ja, war doch schön zu sehen, wie viele Leute sich dann aber auch ein bisschen damit identifiziert haben oder krass, ein bisschen mitgesprochen haben. Ja, ja. War ganz cool. Ja, finde ich auch. Was wollte ich jetzt noch sagen? Eine Sache wollte ich noch sagen gerade. Ich weiß es nicht. Wolltest du auf einen Kommentar eingehen? RTL. Sag mal RTL. Ja, genau. Du machst das jetzt. Ganz genau. So, und dadurch, dass ich euch ja was Gutes tue, indem ich euch einen Rabattcode für GCU bereitstelle, möchte der liebe Sunny euch auch was Gutes tun. Und zwar könnt ihr über ihn das RTL Plus Premium Abo vergünstigt abschließen. Ihr bekommt mit seinem Code Sunny50 die ersten beiden Monate 50% reduziert. Es ist richtig warm. So. Es ist richtig warm. Ja, genau, 50%. Hab ich gesagt. Genau, 50% Rabatt. Ja. Und nun würde ich sagen, legen wir los. Du kriegst so ein Ohrding. Ein Stöpsel. Rein damit. Ich auch. Jetzt hoffen wir nur, dass das Richtige angeschlossen ist. Nein. Natürlich. Ja. Ja. Nimmt's auf? Ja, ne? Ja. Aber gut, dass du nochmal gegencheckst. Mhm. Ich kann das auch gar nicht einschätzen, ob ich das nur bei einer Frau empfinden kann oder ob das dann vielleicht dann am Ende irgendwie drei Frauen sind. Bestätigt mich auch einfach nochmal, wie toll ich bin. Gott. Können wir dazu einmal sagen, ich wurde gestern schon von euch mehrfach angeschrieben und es hieß, Sunny, wir können gar nicht abwarten, was ihr zur Folge 9 sagt. Okay, bin gespannt. Larissa Hashtag. Sie soll sich heute wohl irgendwie auffällig präsentieren. Auffällig, noch auffälliger als sonst. Ja. Ja. Ich habe, ich wurde auch ein bisschen nicht gespoilert, aber ich habe jetzt von zwei verschiedenen Personen, die gesagt haben, dass sie im Real Life schon mit Kim zu tun hatten. Welcher? Was? Ach, die Kim. Ja, genau. Change your body. Oder okay, so. Okay, ja. Boost auf jeden Fall zwei Leute, die unabhängig voneinander mir gesagt haben, ich kenne die über den und den oder die ist eine Freundin von dem und dem. Ja. Und die meinten, sie ist eine Bitch. Also im Real Life ist sie mindestens genauso schlimm wie beim Bitch. Natürlich. Also ich meine, wer... Oder? Ich meinte ja noch, alles was in der Show ist, ist halt irgendwie so, kann sich noch im Real Life ändern. So. Also vielleicht bist du ja wirklich im echten Leben sympathisch. Aber ich glaube nicht. Nein. Weißt du, was das Ding ist? Ja. Kim kriegt jede Woche ihr Fett weg hier. Ist doch in Ordnung. Entweder ich erzähle von irgendeiner Nachricht oder wir machen uns über ihre Selbstständigkeit lustig. Und jetzt wissen wir auch noch aus sicherer Quelle, dass sie privat mindestens genauso scheiße ist. Also ja. Nein, vielleicht irren sie sich, ja. Oder die sind eifersüchtig. Das kann natürlich auch sein. Weil sie will ja immer, dass es den Leuten gut geht. Vielleicht sind wir ja auch einfach todeseifersüchtig auf Kim. Du bestimmt. Ja, ich auf jeden Fall. Weil du den Blondton nicht hast. Ich habe absolut kein Bedürfnis, blond zu sein. Okay. Irgendwas ist da im Busch. Irgendwas triggert sie in dir. Alte Wunden. Weiß ich jetzt nicht. Nein, war ein Scherz. Ich habe ihr dann tatsächlich sogar auch gesagt, dass ich mich in sie verliebt habe. Wirklich? Das kann auch sein, dass er erzählt von seiner damaligen Ex. Ja, wahrscheinlich. Ich hatte ihr dann auch erzählt, ich habe mich verliebt. Und dann hat sie mich verlassen. Genau. Und wir denken uns jetzt so... Nee. Weißt du? Ja, das ist wieder der Vorspann, ne? Da werden wir wieder verarscht. Voll. Ich liebe nicht. Willkommen auf Maritza. Ich hatte bei dem letzten Gespräch das Gefühl, dass ich Lissi so langsam richtig fallen lassen kann. Ich hoffe, dass das heute noch ein bisschen emotionaler wird und dann könnte ich da, glaube ich, mit der Lissi sehr, sehr weiterkommen. Ich schwöre, ich kann ihn nicht mehr hören. Ist es so? Oh Mann. Ich bin halt bisher Lissi grundsätzlich komplett falsch eingeschätzt. Er rückt dir übelst auf die Pelle mit dem Bummst du gerne Fragen? Und dann sagt er hier, macht ihr hier ein Stream-Date mit ihr mit Pferden? Sie hasst Pferde. So. Was hat er noch etwas anderes gemacht, nee, was sie gar nicht mag? Keine Ahnung. Die Arme, aber sie macht einfach mit, ne? Ja. Mal gucken, wie er das jetzt anstellt, wie er dieses jetzt ein Ziel definiert. Er will emotionale Nähe aufbauen. Lass uns aber mal schauen, welche Werkzeuge er dafür in die Hand nimmt und was er so tut. Ja. Rumlecken. Sehe ich kommen oder mit ihr auf einem Pferd reiten und sie von hinten so richtig angrabbeln, weißt du? Die sitzen zusammen auf einem Pferd. Meinst du? Ja, die sitzt vorne so schräg auf seinem Schoß und er reitet so. Irgendwie sowas, dann packt er sie noch ein paar Mal an und so. Ich bin als Kind fast von einer Pferdekutsche überrannt worden. Ich glaube, deswegen habe ich so ein bisschen einen... Bisschen Respekt davor. Ja, wo ist sie denn aufgewachsen? In Wien. Pferdekutsche? Mhm. Fahren da so viele Pferdekutschen? Ich habe noch nie die Pferdekutsche. Wenn ich an Kutschen denke, denke ich irgendwie an Wien. Ich weiß gar nicht, warum. Du weißt gar nicht, dass sie aus Wien, ob sie aus Wien kommen? Nein.
Sie ist aus Metzingen. Ach, gibt's in Wien nur Kutschen? Ja, nur. Stadt. Nur. In Wien gibt's nur Kutschen. Keine Schlösser, Prinzessinnen und so. Ach, daher entspringt sie. Sie ist Bell. Ah. Ja. Sowas von magisch. Da wusste ich wirklich, ja, das ist ein Dreamdate heute. Wenn das kein Traum ist, was dann? Aber guck mal bitte, wie schön das ist. Ha? Weißt du, was ich mich gerade frage? Mhm. Kennst du das, wenn du was richtig Schönes im wahren Leben siehst? Ne? Ich war vor 4 Tagen mit einer Freundin spazieren. Und das war übelst der schöne Sonnenuntergang, ne? Und wir holen so unsere Handys raus und es sieht aus wie Kacke. Ja. Wie schafft der RTL das, das wirklich so gut einzufangen? Naja, die sind erstes Mal auf Mauritius. Ich glaube, das ist alles einfach wunderschön. Zweitens, das ist ein bisschen anders als eine iPhone-Kamera. Das Equipment. Ich glaube, die sind nicht so am Film. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht brauchen wir eine Drohne. Ja, mit einer Drohne sieht auch alles krass aus. Ja, ne? Ja, also, voll. Ja. Das so auf jeden Fall. Schön. Aber was ist das bitte für ein schönes Date? Sag mal ehrlich. Also ich, krass. Ich an ihrer Stelle wäre so, boah, schade, dass ich das mit dem machen muss. Also, schau, wo ich jetzt noch einen richtig krass geilen Typen aus so. Mhm. Dann würde ich mich nochmal freuen. Nein. Also es ist schon ein sehr schönes Date. Ist schon crazy, ne? Ja. Also ich weiß, ich finde Reiten eigentlich immer prinzipiell ein bisschen schwierig und Tiere so für Tourismus auszunutzen, ja. Irgendwie. Ja. Aber so, ich bin am Strand auf Mauritius geritten, so im Alter, das ist schon krank. Und es ist so witzig, weil er da in Badehose auf dem Pferd geritten ist. Und mir ist mir eingefallen, ich war nämlich auch mal bei einer Freundin, die ein Pferd hat, schon ein paar Jahre her. Mhm. Und habe ich mich auch so oben ohne drauf gesetzt. Und so, mach mal ein Bild, wenn ich so ein Putin-Bild haben wollte, was ich meine, so oben ohne auf dem Pferd. Und das habe ich irgendwie daran erinnert, aber ich finde das Bild nicht. Das hast du gerade gesucht? Ja, ich habe es nicht mehr gefunden. Ja. Das ist auch ganz weird, wenn dann Pferdemädchen auf einmal sagen, boah, wie sexy und so. Ich so, weiß ich jetzt nicht. Also ganz komisch. Ganz neue Zielgruppe. Ganz komisch. Warum findet ihr das so sexy, wenn man auf einem Pferd sitzt? Aber okay. Ja, es ist halt einfach eine Vorliebe, ne? Lass die Pferde da raus. Ja. Aber die gleichen Gedanken habe ich mir auch gerade gemacht, ne? So mit dem, aber Pferde, mögen es Pferde geritten zu werden? Ja, kannst du ja nicht fragen. Das ist das Ding, ne? Ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich finde Pferde richtig, richtig schön. Und wenn du schon mal auf dem Pferd saßt, es fühlt sich schon, es ist schon irgendwie geil. Du fühlst dich halt schon richtig irgendwie verbunden mit diesem Tier. Mm. So. Aber ich habe da auch voll Respekt vor, aber ich mag es nicht, auf irgendwelchen Tieren rumzureiten, weil ich mir so denke, die würden wahrscheinlich vielleicht lieber chillen. Aber ich weiß es nicht bei Pferden. Geh runter von mir! Oder brauchen die das oder was? Ja, warum gibt's sollen die das nicht brauchen? Weiß ich nicht. Die kommen ja nicht auf die Welt, um geritten zu werden. Ich weiß es nicht. Nicht so wie wir. Wir mögen das auch gar nicht, ne? Könntet ihr das, wenn ihr Wissen habt, einmal mit uns teilen, wie das so mit Pferden ist? Frag Tierschützer, die sagen dir, nein, natürlich nicht. Okay. Natürlich nicht. Okay, lass die Pferde in Ruhe. So, was soll der Scheiß? Ja. Und frag die ganzen Pferdemenschen, oh doch, die lieben das natürlich. Ja, komm. Lasst uns darüber diskutieren. Weiß ich jetzt nicht. Tierschützer und Pferdeliebhaber. Let's go. Ja, wir werden heute Buggy fahren gehen. Bitteschön. Süß. Ich habe das gleiche ausgemacht, dass ich fahren werde. Und sie war damit auch sehr, sehr fein. Ja, er wird die ganze Zeit von Dennis unterdrückt. Jetzt darf er auch mal endlich darf ich auch mal fahren, ja. Aber er hat ja auch gesagt, dass sie froh drüber war, dass er gefahren ist. Ja. Ist ja auch in Ordnung, er hat wenigstens gefragt. Ja. Nicht so wie Dennis, der gesagt hat, ja, setz dich mal nach hinten. Und er erwähnt es auch, weißt du, er ist so ein bisschen so, also, ne? Ja. Das ist oder RTL hat es in seinem Fall halt mit reingenommen. Was hat er? RTL hat es in seinem Fall mit reingenommen, dass er gefragt hat. Vielleicht hat Dennis ja auch gefragt. Ach so. Und wir haben es nur nicht gesehen, weil wir denken sollen, Dennis ist so ein Macho. Ich glaube das nicht, aber... Natürlich okay, glaubst du es nicht. Im Buggy war es super schwierig, sich zu unterhalten, weil einfach das super laut war. Lass es schnell machen. Ja. Eigentlich ganz klug gelöst. Ich hätte auch keinen Bock, mich mit der zu unterhalten. In der Beziehung würdest du sagen, du hast eher mehr die Zügel in der Hand, oder nicht? Ich bin halt auf jeden Fall echt so ein Kommunikationsmensch. Also ich bin niemand, wo Dinge nicht anspricht. Ja, aber es gibt ja schon so manchmal kurz Situationen, da muss man ja vielleicht mal kurz auf den Tisch hauen und mal kurz sagen, nee, wir machen das jetzt so. Wie ist das bei dir? Ja, ich bin schon so einer. Der, wo gerne Ton anhat? Ja, schon ein bisschen. Aber du bist schon so, dass du auch sagen würdest, so kompromissbereit? Ja. Ja, kommt ja immer ein bisschen drauf an, in was für Punkten. Nein.
Das kommt immer ganz drauf an, ob du meiner Meinung bist oder nicht. Lass es uns einmal kurz abkürzen. Also lieber einmal ehrlich sagen, nein, bin ich nicht. Das klingt für mich hart danach. Also weiß ich nicht. Mhm. Wenn man so krass betonen muss, dass man gerne den Ton angibt, ja, ist schon irgendwie komisch. Voll. Oder? Ja. Also muss doch, also... Ja. Also, ja. Also ein Zusammenleben ist ja tagtäglich ein Kompromiss aus irgendwas. Ja. So. Also er ist ja nicht, wir reden ja nicht über seine Führungsposition, wo er 10 Menschen unter sich hat, ja, dass er da den Ton angeben muss. Ja, so, sondern du hast eine Partnerin, der du auf Augenhöhe begegnest, da musst du nicht den Ton angeben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wie sich das allein, das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Es klingt irgendwie nicht so gut. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, er kann es halt vielleicht auch in... Nicht verbalisieren korrekt, ne? Ja, wenn es auch sowieso so auf verschiedene Situationen einfach angewendet, kann das ja schon auch mal Sinn machen. Zum Beispiel, wenn du jetzt angenommen, du überlegst, okay, wo fliegen wir in Urlaub hin? Und du hast jetzt zum Beispiel Mauritius oder Südafrika auf dem Plan. Und ihr kommt nicht aufeinander. Und wenn du sagst, so, ich hau jetzt mal auf den Tisch, ich sag jetzt, wir gehen nach Mauritius. Okay. Weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob er das meint. Aber ja, ich tue es einfach so, weil ich will dir gerne was Gutes sagen. Okay. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dann ist es okay, dann hau von mir was auf den Tisch. Ja. Aber ansonsten, bitte auf Augenhöhe, ja? Bitte. Tu uns den Gefallen. Ja. Tu dir selber den Gefallen. Also wirklich. Wenn du schaffst ja mit sowas, wenn du die ganze Zeit dich ja über deinen Partner hinwegsetzt, die ganze Zeit, dann gewinnst du im End, auf Long-Term gesehen, langfristig gewinnst du nichts. Weil die hat dann nämlich irgendwann mal keinen Bock mehr, dann ist sie so, ja, ich muss mich die ganze Zeit unterordnen und irgendwann mal passiert irgendwas. Ja, aber manchen, ja, na, gibt es halt was, ne, also, kurzfristig, wie gesagt, ja, langfristig nicht. Ja. Deswegen wäre ich völlig fein, am Anfang zu sagen, hey, man startet einfach mal eine Fernbeziehung, die ersten Monate, und dann sieht man schon, also du ist, die Verbindung so stark, dass man da Lust auf mehr bekommt und dann vielleicht auch zusammen sagt, das wäre doch super, wenn man da vielleicht mal schaut, ob man auch zusammenlebt. Bei mir. Bei ihm, ja, genau. Das ist natürlich klar, weil er ist ja, was hat er gesagt? Er hat sich was aufgebaut, ne, bei sich. Genau, er ist halt sehr, sehr verwurzelt. Verwurzelt. Seine Familie ist da, seine eigene Firma ist ja quasi da. Genau. So. Ich kann es schon auch verstehen. Also ich kann es schon auch verstehen, weil für ihn wäre es dann natürlich extrem schwer, sich das selbe nochmal woanders aufbauen zu müssen. Weiß ich mein? Also Familie kannst du da eh nicht noch woanders aufbauen, so wie du es ja da hast. So. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich mach das Business, was bei mir hier läuft, mache ich irgendwo anders, wird halt extrem schwierig. Extrem schwierig. Ja, aber ich bin da zum Beispiel so eingestellt, dass ich so denke, aber gut, vielleicht mache ich auch zu viel für die Liebe. Ich kann mir zum Beispiel auch Pendeln irgendwie vorstellen. So, wenn ich jemanden richtig, richtig nice finde, dann mache ich vieles möglich. Mhm. Es gibt ja auch Zwischenlösungen. Ich, ja, find's immer aber schwierig. Das hat er ja auch gesagt. Er meint ja auch, dass man so startet mit... zwei, drei Monate online oder hier Distanz und dann aber zusammenziehen. Und dann hat er aber in den anderen Dates gesagt, dass das für ihn bedeutet, ins Allgäu. Ja. Und seine Friends haben ja auch alle Frauen gefragt, ob die ins Allgäu ziehen könnten. Ja, ja. Also es ist schon so die... Die sind da schon alle sehr verwurzelt. Ich glaube, der gibt mir schon einen richtigen Riecher. Mhm. Bin ich ganz ehrlich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er da jetzt Bock hat, wegzuziehen. Aber er ist ja immerhin so, ja, wenn es am Anfang nicht auf Anhieb so ist, dass du herkommst, ja, dann lass trotzdem starten und gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und vielleicht schafft es ja irgendwie auch die Situation dann, ihn da irgendwie so ein bisschen davon wegzubringen. War der die ganze Zeit offen, oder? Ja. Warst du die ganze Zeit ready? Ready. Ja, gut. Da muss man ja wissen, ne? Also worauf man sich da einlässt. Ne? Also ich würde. Ja, aber trotzdem kommuniziert er es ja auch eigentlich relativ gut. Er sagt, na klar, ey, genau. So, ja, ja. Wenn es mit uns läuft, alles klar, schön und gut. Aber wird schwierig, dass ich von zu Hause wegkomme. Ja, ich würde schreien weglaufen. Wirklich. Ich würde einmal Spagat auf ihn machen und dann würde ich schreien weglaufen. Das wär, noch mitnehmen, kurz. Das auf jeden Fall. Yeah. Aber das wäre für mich kein Boyfriend-Material. Und weil er zu gebunden ist und du bist halt so ein freier Vogel. Nee, hier mit so auf den Tisch hauen und bla, das wäre immer zu wenig Kompromissbereitschaft. Mhm. So aus der Ferne gesehen. Ja. Aber wenn er so ist, wie du das sagst, ja, ja, oder wie du es schon mal eingeschätzt hast und du meintest, ja, er ist so, dass er viel überspielt und so auch
Unsicherheiten überspielt und was weiß ich was alles, dann ist ja auch alles, was er sagt, von mir, ich hau gerne auf den Tisch und was weiß ich, wo ich hab's ja gerne das Sagen. Vielleicht ist er ja auch überhaupt gar nicht so, sondern gibt es nur so von sich. Haben wir eine Ex-Freundin, die sich gerne hier mit uns reinsetzen will in der nächsten Folge, die ein bisschen was erzählen kann? Nein, das kann ja natürlich auch voll scheiße sein, weil sie könnte natürlich auch Dinge verzerren. Nein, vielleicht ist es so, ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Auf einen schönen Abend. Auf einen schönen Abend. Ganz kurz einmal zum Menü. Ja. Surf and Turf gibt's heute. Mhm. Das ist doof. Das magst du keinen Fisch? Immer noch nicht. Danke, dass du mir so hast. No. Oh Mann. Oh Maus, ey. Oh nee. Oh. Kim, du bist nicht der einzige Mensch auf dem Planeten und auch nicht der einzige Mensch in dieser Show. Ey, ganz ehrlich, wenn er sich von allen und jedem, der da mitgespielt hat, überlegt, okay, wie viele Geschwister hat die, wie heißt die, was ist ihr zweiter Name, was isst sie gerne, was für Hobbys hat sie und so weiter. Ey, ich weiß. Weiß ich mal. Oh, ganz schwierig. Chill doch. Da wäre meine, also da wäre meine Lust auch wirklich sehr klein geschrumpft. Kannst du auch sagen, ja gut, ich lasse dann halt den Fisch liegen. So. Also. Ja, oder du wiederholst es einfach nochmal. Jeder Mensch merkt sich, wie viel? 10%, 20%, 30%? Von allen Dingen, die uns jeden Tag begegnen, sie müsste das doch wissen. Also ich nicht, ich maximal 3%. Wirklich, ich vergesse alles. Ist so. Okay, ich wahrscheinlich ein. Ich wollte gerade sagen, so viel mehr ist es bei dir mit Sicherheit auch nicht. Weniger. Nee, aber das ist so unsympathisch. Auch während ich jetzt an seiner Stelle wäre, würde ich mir so denken, ouch, also Kim, geh bitte. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist kein Dream-Date, das ist ein Nightmare-Date mit Kim. Ja. Aber sie will den Menschen halt immer viel geben, ne? Ja. Gutes Gefühl auch. Ich möchte, dass es allen gut geht. Deswegen erinnere ich dich auch sehr daran. Das merkt man. Ja, siehst du. Gibt's irgendwas mal abgesehen von Fisch, was du gar nicht isst? Ich mag Wein nicht so gerne. Du magst. Du machst mir das jetzt aber gerade auch nicht einfach hier, ne? Aber hast du gesehen, ne? Also du machst mir das hier gerade nicht einfach. Doch, sie macht sie übelst einfach weg. Weg damit! Wie kann man denn so... Ja, weil sie denkt, sie kann es mit ihm machen. Na, guck mal, was so ein Süßer er ist. Ich würde gar nicht so mit ihm umgehen. Ich würde halt sagen, ja, ich bin nicht so der Weintrinker, aber mach dir keine Sorgen, alles fein. Wir haben für alles auch den richtigen Satz. Also, Kim, wenn du dir da irgendwas... Ja. Wer ist da? Sarah, die wohnt auch hier. Ist sie da? Ja, jetzt ist sie wieder da. Ja. Weißt du, was mir gestern passiert ist? Was denn? Wo ist sie? Ist sie gerade reingekommen? Achso. Ja. Weißt du, was mir gestern passiert ist? Das hat mich voll daran erinnert. Weiß nicht, gegen 11 oder so, hat es bei mir an der Tür geklingelt und der Postbote war da. Mhm. Und ich habe ein Paket entgegengenommen. Dann ging ich ungefähr für eine Stunde in einen Meeting-Call, ne? So. Und ich habe immer wieder so Geräusche gehört, ja? Und ich so, hey, was ist das? Steffen? Keine Ahnung, wer krabbelt da an meiner Tür, ja? Und irgendwann klingelt es an der Tür und meine Nachbarin, die im Hausflur war, macht mich darauf aufmerksam, dass mein Hund seit einer Stunde im Flur steht. Oh mein Gott. Der ist mir durch die Beine anscheinend gerannt. Keiner hat das gemerkt. Ich habe den einfach ausgeschlossen für eine Stunde. Du hast einfach deinen armen behinderten Hund draußen ausgesperrt im Treppenhaus. Den anderen. Der war richtig verstört, als er wieder reinkam. Oh Mann. Wie lange Sarah seid und lacht, ey. Ja. Aber ich bin, glaube ich, und meine Nachbarin war richtig so, was ist los mit dir, meinte sie. Ja. Ja, zu Recht. Ich weiß nicht, ob ich das drin lasse, ehrlich gesagt. Dann kommen die Tierschützer auf dich los und sagen, bist du wahnsinnig? Der Hausflur ist warm. Ja, das stimmt. Wir sind eine Community in meinem Eingang. Mhm. Okay, ihm kann nichts passieren. Ja, du müsstest mir nochmal helfen. Hatten wir schon über das Thema gesprochen mit, wie lange deine letzte Beziehung her war? Mhm. Es ist, Aber irgendwie weiß Sebastian gar nichts. Digi, jetzt ist er aber auch aufgeregt. Jetzt ist er, merkst du, dass er jetzt so richtig vorsichtig ist? Also, oh, ja, sorry. Natürlich. So, und guck, aber wie sie schon guckt. Sie ist so, ja? Darf ich dir erzählen? Hörst du mir eigentlich zu? Darf ich fragen, warum ich getrennt habe? Nochmal. Oh Mann, ey. Mit ihr ein Gespräch zu führen, ist ja wirklich die absolute Hölle. Sind die wirklich absolute Hölle. Ich würde einfach sagen, ey Mädchen, wir können es jetzt auch einfach hier sein lassen. Ich würde das Date abbrechen. Ungelogen. Hä, wieso? Sie sagen, ey, sorry, aber dann halt nicht.
wieso haben mich die Leute vor Larissa vorgewarnt? Was kommt da denn? Ja. Wenn das präsenter hängen geblieben ist, das ist ja schon Katastrophe. Das ist das schlimmste Date aller Zeiten. Und wir gießen jetzt auch noch Öl ins Feuer. Wir gießen wieder Öl ins Feuer. Und RTL stellt sie so dar. Ja. Und sie will eigentlich nur den Menschen ein gutes Gefühl geben. Kim? Wow. Wow. Meinst du, du wärst eine gute Mama? Ja. Ja. Natürlich meint sie, dass sie eine gute Mama ist. So wie sie auch meint, sie ist eine gute Gesprächspartnerin. Sie ist eine gute Gesprächspartnerin, sie ist eine gute Freundin, sie ist eine gute Mama, sie wäre auch eine gute Chirurgin, sie wäre auch eine gute Anwältin, sie wäre eine gute Richterin, sie wäre eine gute Köchin, sie wäre alles. Astronautin. Astronautin. Alles einfach. Sie wäre eine gute Höchstleistungssportlerin. Guter Chihuahua. Ja, richtig. Sie kann alles. Sebastian, sie wäre auch ein besserer Mann als du. Frag sie, was du willst. Wirklich. Sie kann alles. Ja. She can do it. Kim Possible. Ja, absolut. Absolut. Ich habe auch immer darüber nachgedacht, dass wenn ich irgendwann, falls ich mal irgendwann nicht in der Lage dazu sein sollte, Kinder zu kriegen, dass ich sie irgendwann adoptieren würde. Ich finde es gar nicht schlecht, wenn man offen ist für Adoption. Thema Adoptieren ist bei ihm ein Ding, ne? Bei wem? Bei Sebastian. Mhm. Würde er machen, hat er gesagt. Vielleicht. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Noch gar nichts zu sagen. Ich weiß aber genau, was du sagen wolltest. Ich weiß es genau. Also wir wollen einfach nur hervorheben, dass er scheinbar kein Problem hat mit dem Thema Adoption. Das finde ich voll toll. Das lassen wir hiermit dann so stehen. Dass er da so offen mit umgeht, finde ich super. Ja. Schön, weil es gibt genug Kinder auf der Welt. Richtig? Ne? Ja. Es ist einfach ein sehr schönes Gefühl. Es muss nicht immer so schnell aufhören. Also es ist schon schön, dass er dann einfach mal weiterlaufen lassen. Bist du froh, dass sie die Schnauze hält und dich nicht fertig macht? Ja. Hast du Baby übernachten? Ja. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich bin gar nicht davon ausgegangen. Ja, ich an ihrer Stelle aber auch nicht. Nee, auch nicht. Nach so einem Unfall-Date hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er dich noch abschlägt am Ende. Ja, und dass sie dann noch schlafen darf. Nicht. Aber da ist er scheinbar über seinen Schatten gesprungen, ne? Oder er denkt halt einfach, ja gut, wenn wir dann nachts beschäftigt sind und schlafen oder halt eben nicht, werden wir auf jeden Fall nicht so viel reden. Ganz genau. Und dann wird sie mich nicht fertig machen können. Ja, Zunge in den Hals und dann ist erstmal Sendepause. Ruhe hier im Karton. Sind wir jetzt am gleichen Tisch? Das sind so die Reste. Ah, hier war schon jemand. Aber egal. Das ist witzig. So, boah. Ja. Bescheidene Beziehung, würde ich sagen. Eher die romantische, wo man gerne überrascht. Ja, bin ich schon auch kreativ, würde ich sagen. Größeres Projekt war mal so ein Adventskalender. Ah ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Ja? Ja, wow. Doch, komplett selber gebastelt. Ja. Das finde ich auch richtig süß. Habe ich auch gemacht. Habe ich das auch gemacht, ne? Weiß ich. Der war sogar sehr teuer, ne? Der war teuer. Nee, hätte doch auf. Komm. Geht. Teilweise. Also. Nicht jedes Türchen. Ja, was? So süß. Du bist mein, wie nennt sich das? Was hat eine Kundin? Was hat die Schnuffelhase gesagt? Wie nennt sich das? Blueprint. Blueprint? Ja, ich glaube schon. Ist das so Vorbild? Ja, das ist quasi, genau. Ja, ne? Mhm. Die Schablone. Ja, ist doch voll schön. Und du hast keinen bekommen, ne? Nee. Oh Mann. Ich würde dir immer einen machen. Das ist sehr nett. Würde ich nicht. Ich würde es vergessen. Locker. Du wirst sagen, ja, ich habe jetzt hier den 1. bis zum 3. Dezember. Danach gucke ich mal, wie ich Zeit habe. Ist egal. Du kriegst am 6. einfach 3 Türchen. So wärst du. Ja. So, ja. Nein, voll süß. Ich weiß, da waren so Sachen drin, so aus dem Schmuck und so, ne? Nee, es waren Piercing-Gutschein war drin, es war eine Lip-Kombo drin, also ein Lip-Liner und ein Lippenstift war drin, es war Skincare drin, es waren die Dings, die Martini-Gläser, ja, die du auch so cool fandest, ja, die waren auch mit drin. Ja. Und ja, solche Geschichten, aber halt auch irgendwelche Süßigkeiten und so ein Zeug. Ja, sweet. Das ist süß. Ey, ich finde es super, dass du diesen Wunsch ganz stark hast, da irgendwann auch Mama zu werden. Aber ich werde auch eine gute Mama. Ich glaube wirklich, dass du eine gute Mutti wärst. Ja. Und natürlich ist mein größter Wunsch auch, mit der nächsten Partnerin so verliebt zu sein und so ein Team zu sein, dass du sagst, hey, mit der kann ich die Welt bestreiten und egal was kommt. Ja, voll. Und dass man halt wirklich so
Man weiß so, man kann sich halt wirklich so 100% auch auf den einfach verlassen. Das Gefühl, wenn ich an Lissy denke, ist jetzt ein deutlich vertrauteres Gefühl und auch gleichzeitig ein sehr euphorisches Gefühl. Und ich könnte mir vorstellen, ja, da noch einen ganzen Schritt weiter bei ihr zu kommen. Ich würde dich heute sehr, sehr gerne dazu einladen, die Nacht mit mir zu verbringen. Was meint ihr denn? Also erstmal gute Punkte. Ich finde, das Gespräch war ganz schön. Mhm. Ne? Aber was meint er denn immer? Weil er ist ja in der Lage, dass er sich nichts sehnlicher wünscht, als dass er sich auf eine konzentrieren kann und sich in eine verliebt. Aber jetzt sagt er, sein Ziel ist, weiter bei Lissy zu kommen. Warum ist er denn immer bei ihr? Warum wünscht er sich nicht, dass es sich für ihn herauskristallisiert, dass sie die eine ist oder dass sich bei ihm die Gefühle intensivieren? Mhm. Warum will er wieder bei ihr weiterkommen? Mhm. Ich weiß, was du meinst, ja. Vielleicht ist es auch wieder einfach nur schlecht ausgedrückt, aber ja, man hat halt schon so das Gefühl, dass man denkt, er bearbeitet sein Gegenüber einfach so krass, dass sie sich möglichst sehr auf ihn einlassen, ohne darüber nachzudenken, okay, wie sieht es eigentlich bei mir gerade aus? Ja. So. Ist das das, was ich eigentlich so fühle? Sondern da hat das Gefühl, dass sein Hauptaugenmerk ist, ich versuche einfach wirklich Prio Nummer 1 bei ihr zu werden. Genau, und dann mal gucken, so wirkt wie es bei mir so halt. Ja, genau. Aber schau doch, dass ihr euch gleich, habe ich letztens schon gesagt, dass man sich, ich vergleiche das echt mit einem gemeinsamen Höhepunkt. Hm. Weißt du? Ja, warum auch nicht? Dass man das halt einfach so, ist ja irgendwo einer, dass man das irgendwie so steuert, dass man ähnlich schnell irgendwie Dinge entwickelt, damit keiner am Ende verletzt wird. Das sehe ich gerade nicht bei ihm. Hm. Ja, ja, schon. Ich weiß, was du meinst. Weißt du? Das ist so, als würde er sich wirklich abrackern und rumhämmern und sich denken, ich bringe die jetzt 18 Mal zum Kommen, bevor ich mir überhaupt erlaube. So bla bla bla. Ja. Weißt du? Hey, weißt du, was das Allerwichtigste ist? Was? Wenn es so ein Hotel gibt, dann schmeißt deine Schuhe weg. Und dann aus den Bett drüber. Oh Gott. Und wer hat gebumst? Safe. Beide aber, oder? Die anderen auch. Meinst du nicht? Bestimmt. Doch, könnte sein. Ja, würde ich vielleicht auch. Die Eier sind so dick. Oder? Punkt 1. Ja. Ja. Aber jetzt, was ich noch sagen wollte, erinnerst du dich, als Kim meinte, bald hat er alle geküsst. Es ist so langsam nicht mehr nicht mehr mein Niveau hier. Mhm. Und ich will nicht die Nächste sein, die einfach nur in die Zunge in den Hals steckt, um weiterzukommen. Und in der nächsten Folge macht sie wieder rum. Also sie hat einfach genau das gemacht, was sie gemacht hat, wo sie gesagt hat, das ist nicht mein Niveau. Ja. Aber auch nur sowas erwarte ich von ihr. Natürlich. Ja. Immer. So, wollen wir mal hoffen für beide, dass hier gebombst wurde, ja? Oder für alle vier. Mal so. Die Nacht war ein Gamechanger. Baby, I love you to them. Aber genauso wird jede weitere Nacht immer wieder ein neuer Gamechanger sein. Dein Game wird gechanged am laufenden Mann. Welche hat jetzt eigentlich die beste Position? Die, die zuletzt kommt? Oder, ja? Schon, ne? Er kommt auf die Performance an. Kommt auf die Performance an. Ich glaube, da wird die Blonde durchfallen. Weiß ich nicht. Mit dem Orange, die sich nicht so gerne anpacken. So gerne zündelt und so, weißt du? Verstehe ich, ja. Aber die ist ja trotzdem die eigentlich am ehesten Bock hat. Wenn man ihren Aussagen traut. Und das kann ja manchmal auch abtören, ne? Also manche Männer, ihn vielleicht. Ja, vielleicht dachte er ja jetzt auch bei Lissy, sie hat bei dem Gespräch mit den Orten und so ein bisschen abgeblockt. Vielleicht ist sie ein bisschen verschlossener, was es angeht. Ich will nicht Brüder sagen, weil Brüder ist auch irgendwie so abwertend. Sondern einfach nicht ganz so offenherzig und so wild, sag ich jetzt mal. Und jetzt hat sie in der Nacht gerade das Gegenteil bewiesen. So stille Wasser sind tief und so, you know. Mm. Und er denkt sich, ja, Jackpot. You know. Mm. Kann ich mir schon vorstellen. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich kann mir halt bei ihm auch vorstellen, sorry, das ist eine Interpretation, aber dass er so einer, weil er ja immer darüber redet, dass er bei denen so weit kommen will, dass das so einer ist, dass zum Beispiel, wenn er merkt, die Blonde will so richtig viel und bla, und sie gibt alles und Vollgas und das, dass er, wenn er eine sicher weiß, gar nicht, ne, darauf deutet ja auch seine Historie hin, dass er dann diesen Reiz so ein bisschen verliert. Mhm. Vielleicht. Also dann, wenn du dich öffnen würdest und noch mehr Nähe suchen würdest, als sicher gebundener, ist er quasi bedient und denkt sich so, Goal erreicht. Ich gehe jetzt zur nächsten Herausforderung. Und to the next one, ja. Mal gucken, vielleicht. Ich fasse dir das Herz, aber ich muss die leider
ihn leider schon verabschieden. Ich muss dann das Bett einmal kurz wechseln und dann kommt ja die nächste, ne? Aber es tut mir richtig im Herzen weh. Oder? Einmal neuen Bezug rüber. Einmal neuen Bezug, ja, immerhin. Ja. Kommt drauf an. Vielleicht lässt sich das dann auch mal benutzen. Je nachdem, wie es aussieht. Weißt du? Yeah. So einen Draht aufgebaut, dass ich mir gedacht habe, die könnte ich jetzt niemals gehen lassen. War dann aber glücklicherweise nur ein temporäres Gefühl. Wenn ich das jetzt mit den anderen beiden genauso erlebe, dann weiß ich nicht genau, wie das mit meinem Herzen da weitergehen soll. Ich mach's jetzt einfach, ich gehe. Schade. Er sieht erleichtert aus. Puh. Oh, so schön. Ja, vielleicht hat er ja auch so ein bisschen so ein Fetisch, weißt du, ich meine? So, hat er, glaube ich, auch. Ich weiß, was du meinst. Wenn du so drauf stehst, so erniedrigt zu werden, ja, und so, weißt du? Ich glaube, ein bisschen hat er was dafür übrig. Und daran könnte auch Kim genau die Richtige. Kim und auch die Leonie, oder? Oder Larissa, sind sie nicht alle ein bisschen so, die bei ihm weitergekommen sind, außer Eva? Nee, aber Leonie nicht. Nee. Hä, aber mit Leonie? Leonie ist doch die am Ende, die doch petzen wollte. Ja, ja, ja. Da meinte er doch immer so, das ist immer so ein Wechselbad irgendwie. Mal ist es gut, mal ist es nicht gut. Und das kennt er aus seiner letzten Beziehung. Und er hat ja auch lange mit sich gehadert, ob er sie rauswerfen soll oder nicht. So, ich glaube, er meint, er braucht ein bisschen Toxik. Kann sein, ja. Ehrlicherweise. Und ich glaube, wenn es Eva nicht wird, dann aufgrund dessen. Weil es gibt einige, die sagen, sie glauben, es wird nicht Eva. Ja, ich habe ja auch die Befürchtung. So, dass er sich halt denkt, ah, das läuft hier zu smooth. So, das kann nicht so... Dass er das ein bisschen dann verwechselt mit Schmetterlingen, dieses komische Niedergemachtwerden. Mhm. Aber der findet es halt geil. Wie gesagt, es gibt Typen, die lassen sich gerne in die Eier treten. Ich konnte mich zu 100% auf sie einlassen. Ich fand, das war ein sehr schöner Start. Das haben wir dann ganz gut hinbekommen mit der Nähe aufbauen. Obwohl wir in 15 Meter Höhe da mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren sind. Neben der einen... Kannst du so in einem Quad sitzen und keine Nähe aufbauen. Mit der anderen kannst du in 15 Metern Höhe, 3 Meter entfernt, ein Nähegefühl aufbauen. Mhm. Weil die sieht dich einfach so, wie du bist. Weil die, ja, und weil die sich gegenseitig das Gefühl geben einfach. Die nimmt dich auch so, wie du bist und verurteilt dich nicht für jede Info, die du nicht kennst oder... Ja, also, und dann lässt es dich direkt spüren, wenn du mal aus Versehen vergessen hast, was sie mal gesagt hat. Ja. Wir sind hier bei einer der Besonderheiten von Mauritius, das sind die 7 Wasserfälle. Und einer davon ist 40 Meter hoch und wir werden uns direkt von diesem Wasserfall abseilen. Ach krass! Hast du Lust, das mit mir zu machen? Ja! Ich bin voll aufgeregt. Ich hatte einfach nur noch richtig Lust, ja, sie da jetzt mitzunehmen und da vielleicht auch ein bisschen den coolen Zampa da vor ihr zu spielen. Are you ready? Of course! Let's go and bam! Er hat richtig Bock auf High Fives, ne? Es ist die ganze Zeit, die ganze Zeit High Fives. Komm mal runter, Junge, Alter, ganz ehrlich. Du bist ja nicht in irgendeiner Kindergartengruppe und musst die ganze Zeit deine Jungs irgendwie motivieren. Aber für mich rundet das einfach das ganze Profil ab. Dieses High Fiven? Ja. High Five. Ey, kann man ja mal machen, aber es ist ja einfach eine Nummer zu viel. Ja. Aber es ist auch nicht so schlimm. Nein, es ist auch nicht, aber ich finde es, ja. Guck mal ihn an. Der gibt ihm so, also okay, wow. Der Europäer will jetzt hier irgendwie auch richtig cool machen. Und dann sagt er, ey, wir brauchen das nochmal aus einer Perspektive. Ja, genau. Und der ist schon wieder, okay. Ah, na gut. Und ihm ist ja auch wichtig, vor ihr den Macke raushängen zu lassen. Hast richtig. Du gehört? Ja, ja. Was auch immer, wer da für einen Ausdruck verwendet hat. Aber sie beeindrucken. Ja. Zamperoni oder irgendwie sowas hat er gesagt. Macaroni. Was war das? We don't know. Aber es ist ihm wichtig. Der will auf jeden Fall einen coolen Typen machen. Ja. Ja, machst du auf jeden Fall mit zu coolen Sprüchen und mit High Fives. Da findet man dich immer richtig cool. Ja. Mal so eine Frage, ne? Mhm. Wie schafft man diese Kameraperspektive? Das ist doch keine Drohne. Oder können die so ruhig bleiben? Ich glaube, das können die. Krass. Mhm. Kaufst jetzt auch eine, oder? Ey, ich kaufe mir auch eine. Geil. Und dann fühle ich mich, wie ich zur S-Bahn laufe. Ja. Von allen Perspektiven. Und selbst das wird richtig cinematisch aussehen. Ja. Und Drohnen sind nice, hast ja. So einen eigenen Kinofilm. Ja, aber das kannst du vergessen. Da musst du richtig aufpassen, dass der Akku nicht leer geht. Und musst Ich kann das voll gut so. Ich glaube, hättest du eine Drohne, die hättest du so 2 Wochen.
Max. Und dann entweder wirst du sie nicht mehr benutzen, so, weil du nicht dazu kommst, oder die wäre am Arsch. Okay. Locker. Ja, okay. Ich dachte mir, okay, den Moment, den nutze ich mal wieder aus für einen spektakulären Kuss. Und ich würde sagen, sogar für den spektakulärsten Kuss, den ich in meinem ganzen Leben jemals hatte. Ja, komm. Komm, den hättest du auch mitgenommen. Den Kuss? Ja. Ja, ja. Locker. Das finde ich, also dafür ist er bekannt und das ist auch okay. Haifischbecken hatte er doch da, dieses Hai-Gitter. Okay, das war ein bisschen random. Das ist fast schon Spider-Man hier, da, richtig. Das ist echt geil. Also, das ist geil, das hätte ich auf jeden Fall auch mitgenommen. Das ist richtig cool. Ja, ja. Wir haben so ein rotes Armband bekommen und das steht zum einen für Schutz und Glück und dass man ja da quasi auch gesegnet wird in der Liebe. Meine Eltern haben, als die in Bangkok waren, auch mal so Bänder bekommen, weil die halt sich segnen lassen haben und das ist halt voll krass, weil man darf die nicht ausziehen eigentlich, also die müssen von alleine abfallen und als meine Mama gestorben ist, haben die das abgeschnitten auf der Intensivstation. Und dann hat mein Papa seins halt auch irgendwann abgeschnitten und halt in die Urne von meiner Mama getan bei der Beerdigung, damit die zusammenbleiben. Ich würde dich gerne annehmen, aber ich darf nicht. Nee, ich weiß, alles gut. Er hat eigentlich perfekt reagiert, weil ich meine, wir wussten ja schon, dass Körperkontakt da jetzt nicht so angebracht ist an so einem heiligen Ort. Wo wir dann nur nebeneinander standen und uns gar nicht angefasst haben, hat trotzdem irgendwie den anderen gespürt und hat manchmal auch gemerkt, wenn derjenige halt irgendwie kurz mal in die Gedanken versunken war. Zero Körperkontakt, 0,0, gar nicht. Und trotzdem sich extrem nahe gekommen. Das ist Sebastian. Will Dennis gar nicht verstehen. Wie das geht, ne? Ja. Wie man da weiterkommen kann. Ja. Genau, wie man da weiterkommen kann. Das geht ja bei ihm irgendwie so ein bisschen so ein kleiner Wühlmaus ist er auch, ne? Bisschen, ja. Wie komme ich da nur weiter? Wie komme ich ein Stück weiter rein? Crazy. Ja, crazy. Oh Mann, ey. Das war aber schon genau das richtige Date für die beiden, glaube ich. Ja. So. Ja. Ach, wieder so eine krasse Story, ne? Ja, schon. Ja, weiß ich nicht, ey. Das ist so, Evas Leben ist so das Drehbuch für einen extrem erfolgreichen, sehr traurigen Film. Mhm. Ne? Mhm. Denkst du so, Alter, was für ein Film? Mhm. Heftig. Also die Story ist echt heftig. Mhm. Voll. Oh Mann, ey. Ja. Dann willst du jedes Mal, wenn sie was davon erzählt, willst du direkt mitweinen, ey. Oder? Ja, voll. Auf jeden Fall. Ja. Das Coole bei Katja und mir ist einfach, da ist einfach auch vom Charakter, vom Energielevel ist da eine Verbindung da. Wenn ich dein Gesicht ziehen muss, bin ich total happy. Ja? Ja, voll. Ja. Geht mir genauso. Wenn er sein eigenes Gesicht. Aber das meint er, glaube ich, wirklich. Witzig. Geht mir genauso, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich brauche da erstmal eine Kippe jetzt, weißt du? Ja. Gönn dir. Ja, wie unterschiedlich kann Date sein? Aber wir gucken mal, wie es weitergeht. Aber wie unterschiedlich, ne? Ja, ja, schon. Der Wahnsinn einfach. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wenn Dennis dieses Date in den Tempel gehabt hätte, dass er das trotzdem auch geil gefunden hätte. Weil er ist schon so ein krass begeisterungsfähiger Mensch. Ja. Ich glaube, dass er sich da auch schon drauf eingelassen hätte und es auch gut gefunden hätte. Das glaube ich schon. Er hätte wahrscheinlich Körperkontakt, wäre umgangen und hätte dem Typen erstmal High Five gegeben. Ja, safe. Leben, dann gibst du Mönch High Five. Geile Zeremonie, Bruder. Yo, Bro. War geil, voll spirituell war's. Ja. Hammer. Du hast es gerockt. Ja. Bam. Dennis hat auf jeden Fall viele Pläne für uns im Allgäu. Danke, dass ich so lange dabei sein darf. Dafür brauchst du dich nicht bedanken. Das bist einfach du. Dann macht dein Body. Hm. Was denn? Auch am Esstisch musst du dich einfach auf ihn draufsetzen. Muss einfach sein, ne? Ja. Natürlich. Der Fokus ist halt da, ne? Ja. Voll. Ach naja, ich mag das ja auch. Ich sage auch Sachen, ja, dass sie sich ständig auf meinen Schoß setzen werden und so. So ist es nicht. Aber ja, keine Ahnung. Es ist schon so ein bisschen auffällig bei ihm, dass es selbst am Esstisch irgendwie so. Die Menge macht's einfach. Mhm. Es ist einfach wirklich die Menge. Mhm. Wenn ein Date mit Sebastian kommt, bin ich so, oh, wird schön. Also habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Aber dann denke ich so, oh, was kommt jetzt irgendwie fürs Herz, für den Verstand, irgendwie so, ne, Anreize, über irgendwas nachzudenken oder so.
sobald er eingeblendet wird oder seine Freundin, wie sie sich auf dem Weg zu ihm auf dem Date macht, bin ich so... Nochmal hier, Dings, fast forward. Ich weiß, was kommt. Ich würde auch nicht wollen, dass der Abend endet. Und wollte dich fragen, ob du die Nacht mit mir verbringen wollen würdest. Ja. Zu dem Zeitpunkt ist es, glaube ich, so, dass die anderen Einzelzimmer haben, ne? Ich glaube, ab da bist du isoliert. Echt? Ich glaube, ja. Oh. Bin aber nicht sicher. Und dann? Weil ich glaube nicht, weil sie weiß ja jetzt nicht, dass die andere am Abend davor auch bei ihm war, übernachten und so. Weißt du, ich meine? Glaube ich nicht. Das ist auch wichtig, ne? Also wir wissen auch nicht mal, ob es überhaupt die richtige Reihenfolge ist. Wir haben ja keine Ahnung. Das vielleicht haben die auch das erste Date gehabt und die hatten später oder so. Ja. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt sind alle in Einzelzimmern untergebracht. Wie krass sich die Leute in der Produktion so Gedanken machen, ne? Mhm. Klar, weil sonst könnte die eine gekränkt sein, ne? Dann kommt ihr da rein und hat gehört, die andere hat ihm Fellatio gegeben. Richtig. Und dann denkst du so, nee. Ja. Vielleicht hat Kim ja irgendwas versehentlich mitbekommen, deswegen war sie so pissig. Ja, weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die ist so. Ach so. Ja, das schon auf jeden Fall. Aber es ist schon crazy. Überleg mal, du bist einfach so, wie lange waren die jetzt in Südafrika? Schon ein paar Wochen, ne? Mhm. Und da bist du ja schon relativ isoliert von der Außenwelt und bist nur unter diesen fremden Menschen. Mhm. Und dann wirst du von der Situation, wenn es oder so, immer weniger Menschen werden. Allein, auch noch komplett isoliert und bist dann auf einmal alleine. Handy, so. Ohne gar nichts, ne? Ja. Das ist voll heftig. Also, das ist fast wie dieses... Darkroom, nee, nicht, nein. Wie heißt diese Therapieform, wo du in so einem dunklen Zimmer bist? Darkroom ist Therapie, Seth. Ja. Ja, aber ich finde, das ist schon crazy. Dann rauskommst. Warst du schon mal in einem Darkroom? Ich war schon mal in einem Darkroom. Echt? Aber sehr früh am Abend, sagen wir mal so, bevor es losging. Da war noch kein Mensch, ich war allein in diesem Darkroom. Aber gibt es das auch für Heteros? Nein, das war keine Heteroparty. Ah, okay. Also gibt es das bei euch gar nicht? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, dass es in gewissen Clubs das gibt. Okay. Aber das war, ein Freund von mir aus Berlin ist, der leistet auf der, oder hat früher für eine Organisation gearbeitet, die Aufklärungsarbeit leistet. Mhm. Und der hat halt oft zu so Infoständen auf Partys und so weiter. Und die haben halt Safer Sex Kits ausgeteilt und lauter so ein Zeug und was weiß ich was alles. Und da war ich halt ab und zu mit 2-3 Mal und habe ihn da begleitet und so. Okay. Und da habe ich mir diese Etablissements auch mal angeschaut. Und deswegen war ich im Darkroom. Sonst so privat war ich da tatsächlich noch nicht. Ja, okay. Ich finde es aber auch voll spannend, wie sich da, aber würde mich voll interessieren, ob es das bei den Heterosexuellen auch gibt, wie sich das so unter den homosexuellen Männern so etabliert hat, ne? Grundsätzlich. Bei uns ist grundsätzlich. Naja, diese Partys und Clubs und wie auch immer sind einfach, also in der Gay-Szene ist es einfach viel verbreiteter. Weil wir so völlig animalischer sind oder warum ist das so? Nee, ich weiß es gar nicht warum, aber viele so Gay-Partys sind halt automatisch irgendwie kinky. Weißt du, ich meine? Voll oft und voll viel. Ja. Und bei Heteropaaren ist es alles viel. Oh Gott, ich bin so doof. Was frage ich eigentlich für Fragen? Warum? Ich war auch auf Kinky-Partys, wo das nicht gay war. Und ja, es gibt auch einen Darkroom. Natürlich. Klar. Ja. Das ist einfach, okay. Gibt's. Aber es ist trotzdem viel, auch ist ganz anders. So, ne? Es ist schon anders. Na, die Party hat es auch schon in sich. Ja? Ja, ja. Hm. Also, warum war ich nicht dabei? Willst du mitkommen? Hast du mich nicht eingeladen? Willst du? Da sind halt viele Flexible auch dabei, ne? Flexible. Kommst du nochmal mit Sarah mit und dann machen wir eine kleine Come together mit Gatta. Ich glaube, Sarah hat da wenig Interesse dran. Ja? Ja. Ich würde mitkommen. Machen wir einen Jungsabend. Jungsabend, das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ich finde, das hier das ist einfach so mega schön und mega gut. Und ich bin dir unfassbar dankbar, dass du überhaupt sowas in mir gesehen hast, dass ich überhaupt jetzt hier sitzen kann. Du hast dich offensichtlich zu selten von außen betrachtet. Was hat er gesagt? Zu selten, du hast dich wahrscheinlich zu selten von außen betrachtet. Mhm. Guck mal, wenn ich die sehe, kriege ich so Vibes, wie die heiraten, wie die in 7 Jahren immer noch zusammen sind. Mhm. Wie, das geben die mir irgendwie. Echt? Wenn der die nicht wählt, ne? Mhm. Dann raste ich richtig aus. Ja, weil dann hast du sie wohl auch nicht genug von außen gesehen. Ne? Ja, oder er hat irgendwelche Sachen. Also, du weißt ja echt nicht. Keine Ahnung. Ich will auch noch was sagen. Ich will nämlich jetzt mehr auch
noch mehr hinter die Kulissen gucken, ne? Und ich finde, wir haben uns ziemlich doll über die Kim ausgelassen gerade, so, ne, in unseren Kommentaren. Aber natürlich, was, glaube ich, uns beiden auch bewusst ist, ist, dass sie bestimmte Unsicherheiten, Wunden dazu bringen, so zu agieren, ne? Ja, okay. Weil man will immer verstehen, woher ein Mensch kommt. Ja, ja, ja. So, deswegen, aus Serbien kommst du, ne? Uns ist das bewusst, ne? Und trotzdem finden wir das Verhalten, was am Ende des Tages rauskommt, halt so oder so. Ja, aber an einem gewissen Punkt ist alles eine Entscheidungssache. Ab einem gewissen Punkt ist alles eine Entscheidungssache. Ja, es ist dann alles irgendwie erklärbar, warum bist du so geworden, warum bist du so geworden, aber es liegt auch an dir, das zu hinterfragen, was du draus machst, dich zu reflektieren und daraus zu lernen und dann eben diesen Cycle zu durchbrechen, weißt du, wie ich meine? Ja, ist auch so. Ganz einfach. Ja, voll. Weil wenn wir alle so werden würden, wie das, was wir mitbekommen haben, dann wären wir alle völlig hinüber. Weißt du, was ich meine? Ich, ich nehme da als Beispiel halt richtig gerne meine Oma, okay? Mhm. Weil meine Oma ist halt aufgewachsen als Kriegskind, wie auch immer, und so, also furchtbar. Ihr Vater in Gefangenschaft jahrelang, ist halt natürlich komplett geschädigt zurückgekommen und was weiß ich was. Sie sind die ganze Zeit eigentlich nur von A nach B geflohen, weil ständig wurde irgendein Haus zerbombt und was weiß ich was. Und ihre Eltern waren nicht gut für sie. Überhaupt nicht. Also was sie alles mitmachen musste, wie sie behandelt wurde, was sie erlebt hat und so weiter und so fort. Und sie ist jetzt der reinste Mensch, den du dir vorstellen kannst. An meiner Oma ist nicht ein böses Haar. Du würdest niemals irgendwas Böses aus dem Mund hören über irgendwen. Sie ist einfach grundsätzlich lieb. Du guckst sie an und du merkst 100% Liebe. Es ist einfach so. Sie ist einfach wirklich richtig rein. Ja, ist schön für sie. Ja, und auch für mich. Ja, voll. Oder für die ganze Familie. Ja. Und trotzdem wäre es halt eigentlich übelst nachvollziehbar, wenn sie eine Hexe geworden wäre, ja, ja, so wie sie aufgewachsen ist, was sie alles erleben musste und so weiter. Weißt du, wie ich meine? Voll. Aber ist sie nicht. Voll. Aber das, also in der, ich bin jetzt kein Psychologe, ne, so, aber ich glaube, da spielen halt viele Sachen mit rein, ne? Auch so, keine Ahnung, Bewältigung solcher Traumata. Ne? Die einen denken sich, ich bleib trotzdem irgendwie ein gütiger Mensch und behandle andere nur so, wie ich behandelt werden möchte. Die anderen haben dann irgendwie so einen Coping-Mechanismus, aus dem sie temporär oder nie entkommen können. Und dann sind die einfach scheiße, weißt du? Aber so ist es ja auch im wahren Leben. Es gibt Personen, die tolerieren ein solches Hexenverhalten von ihren Mitmenschen, weil sie eben zu sehr verstehen wollen, warum dieser Mensch so ist. Mir ging es zum Beispiel mein Leben lang so mit meiner Mutter. Ich hätte meine Mutter, wenn ich bei Stefanie Stahl nicht das eine Mal gewesen wäre, niemals aus meinem Leben geworfen. Ich hatte einfach immer gedacht, ja, sie hatte eine scheiß Kindheit. Sie war, ihre Mutter hat sie weggegeben, sie ist geschieden, mein Vater war kacke zu ihr und so weiter. Und ich muss mir das deswegen jetzt antun. Aber guess what, muss ich nicht. Weil schon, ich wünsche mir, dass die Menschen um mich herum mich einfach gut behandeln und... Ja, zu Recht. Weißt du? Stimmt ja auch, klar. Und du musst immer wissen, okay, was ist es dir wert, daran festzuhalten oder halt eben nicht. Ja. Das ist ja auch, das ist halt, wie gesagt, das ist alles eine Entscheidungssache ab einem gewissen Punkt. Ja. Weißt du, ich meine? Ja. Und wenn dir jemand aufzeigt, vor allem, ich kann mir halt vorstellen, dass du das deiner Mutter halt aufgezeigt hast, von mir so, Mama, so nicht. Oder das und das wünsche ich mir von dir. Ja. Und wenn du dann halt die Person bist, die sagt, okay, warum geht's meinem Kind so? Und wie können wir daran arbeiten? So. Nee. Und wenn du aber nicht so bist. Sie hat Attacke gemacht. So, das ist eine Entscheidung für mich. Das ist eine Entscheidung. Ganz einfach. Wenn du dein Fehler, die nicht aufgezeigt wird, oder dein Fehler, deine Verhaltensweisen, die problematisch sind, wenn du die dir anhörst, reflektierst und dann guckst, okay, was können wir machen? Alles fein. Aber wenn du halt einfach sagst, nee, auf gar keinen Fall. So, dann verpiss dich halt. Ja, gut. Ja. Dann hast du dich dazu entschieden, ein scheiß Mensch zu sein. Ganz einfach. Ja. Was würdest du sagen, was so dein perfektes Traumdate wäre? Relativ einfach. Dass man einfach nur am Strand sitzt, hab dann einfach sie im Arm, kann in den Sternenhimmel schauen und sehe halt irgendwie tausende Millionen Sterne. Okay, ich sterbe. Aber einmal ganz kurz als kleines Teaching für Kim, die da ja saß und quasi nur gewartet hat, dass er die richtigen Fragen stellt. Vielleicht stellst du auch einfach mal selber Fragen.
Weil bei Kims Date wirkte es einfach so, als hätte sie so gewartet. Bis ja, lass mal hören. Lass mal hören. Lass mal hören, was du dir gemerkt hast und was nicht. Aber guck mal, wie schön sie ihm begegnet und ihm einfach eine schöne, offene Frage stellt und ihm damit auch so ein bisschen diesen Druck nimmt, zu performen in so einem Date. Und richtig. Weißt du? Weil Kim einfach richtig unangenehm will. Er war, man hat es auch gemerkt, er war in der Situation so richtig angespannt. Sie hat ihn so, okay, was muss ich fragen, was muss ich machen? Ja. Wie komme ich dazu, dass es hier zu einem Gespräch kommt? Wie schaffe ich, dass es nicht unangenehm ist? Sie beteiligt sich. Sie hat ihn in eine richtig ekelhafte Situation gebracht. Ja, und Eva beteiligt sich halt richtig. Das ist eine Konversation. Bruder, nimm die. Nimm besser. Nimm besser. Du hast das auch verdient, Sebastian. Mhm. Schon. Gesehen zu werden. Ja. Hat der Tag dir gefallen? Sehr sogar. Sehr gut. Eventuell bist du auch ein bisschen auch schuld. Ich wollte gerade sagen, so, vielleicht gehe ich doch mal, das hat was mit mir zu tun. Ja. Das wäre schön. Ja, doch, wirklich. Ja, aber es war wirklich ein sehr schöner Tag. Ja. Ja. Danke dafür. Sehr gerne. Kim hätte gesagt, überraschend gut. Habe ich dir nicht zugetraut, aber doch, ja, ich hatte doch ein bisschen Spaß, ja. Und sie hätte ihn halt nicht gefragt. Nee. Die setzen sich da wieder hin, wieder, und wie gefiel dir der Tag? Mhm. Er ist nicht in so einer Bringschuld einfach. Boah. Wir waren schon auf einer sehr tiefen Ebene und das, was mir aber noch wichtig war, war vor allem, wie viel Nähe kann sie zulassen, wie viel Nähe kann ich zulassen. Was ist hier wieder der Unterschied in der Aussage? Wie viel kann ich zulassen? Er hat sich gefragt, okay, was kommt bei mir zustande? Oder? Nicht, wie weit komme ich bei ihr? Ja. Hm. Aber wie gesagt, ein Unterschied. So eine heftige andere Herangehensweise. Sie sagt ja auch, ey, emotional und so weiter, sind wir so krass aufeinander eingegangen. Ja. Und jetzt gucken wir mal, wie nah wir uns kommen und so. Wie weit kann sie, wie weit kann ich? Mhm. Einfach mal anders aufgerollt, das Feld. Ja. So heftig. Es war ein wunderschönes Date. Ich hätte sie nicht gehen lassen müssen. Nee. Von mir aus können wir jetzt hier bleiben und den Moment einfach bis in alle Ewigkeiten genießen. Stand jetzt nach dem zweiten Dreamdate habe ich mich in die nächste Frau verknallt. Aber das wissen wir ja, dass er sich schnell verknallt. Die nächste. Also jetzt jedes Mal, wenn er ein Date hat, ab jetzt wird er verknallt sein hinterher, oder was? Ja, aber ich kann das schon verstehen, dieses das erste Mal die ganze Nacht ohne Kamera verbringen und so, ne? Das schafft. Und er ist auch isoliert. Mhm. Weißt du? Ja, ja, klar. Das kann ich schon, ich kann das echt gut nachvollziehen. Mhm. Ja, look at me. Vor 3 Jahren war ich so, hey, hast du kein Leben? Wie kannst du dich in eine, die du gar nicht kennst, verknallen und so? Und jetzt bist du, ich, I feel them. Ja. Okay. Was für eine unglaubliche Verbindung irgendwie dazwischen uns dann auch ist. Von daher nehme ich das in mein Herz, so schön wie Eva das immer sagt, und mache ein Schleifchen drum und pack das da rein und dann verpacke ich das und dann bleibt das da jetzt erstmal drin. Oh Mann. Ich will, das ist erst mein Blueprint. So süß, er hat einfach das, guck mal, und weißt, merkst du was? Mm. Er hat das fast 1:1 so formuliert, wie Eva das formuliert hätte. Mm. Bei Kim erinnert er sich nicht mal daran, dass sie kein Fisch ist. Scheiß auf Kim, Alter, du merkst auch selber, dass sie dich nicht juckt, Alter. Sie ist ein Fisch. So, weißt du, ich meine? Also das, weißt du, dein Gehirn entscheidet ja auch selbstständig, was für dein Gehirn wichtig ist und was nicht. Ja, voll. Und du kannst 1:1 Evas Wortlaut wiedergeben, aber du kannst dich nicht daran erinnern, was Kim dir vor ein paar Tagen gesagt hat. Das bedeutet, weg mit Kim. Aber können wir einmal ganz kurz... Ja, mit Eva. Also, ja, ist so. Ja. Können wir mal ganz kurz festhalten? Erstmal ein Blueprint. Ja. Ich hätte genau, also so. So. Ja, da würde ich dir nicht davon abraten, ja. Was, ihn mal anzuschreiben? Nein, ihn als Blueprint zu nehmen halt. Hey Sebastian, du siehst eigentlich gerade so aus. Bist du flexibel? Und zwar so einen Jungsabend mit mir machen. Yay. Habe ich geschnarcht? Die Nachbarn haben schon Beschwerde eingereicht. Wer weiß, lag vielleicht nicht am Schnarchen. War wild. Ja, das Bett haben wir gestern auch noch zerlegt. Kannst ja deinen Teil denken. Oh Wunder, es wurde gebumst. Wir sind alle so überrascht. Und es sind ja eigentlich schon leichte Anzeichen des Verliebtseins. Zu Hause würde mal kurz eine Nachricht schreiben. Ey, ich vermisse dich, komm mal rum. Oder wann sehen wir uns? Und hier ist das alles ungewiss. Naja, eine Sache ist gewiss. Du kannst davon ausgehen, dass er mit den anderen beiden das Gleiche macht wie mit dir.
Es ist vielleicht sogar besser, dass du ihm nicht schreiben kannst, weil er müsste dich wahrscheinlich ghosten, weil er derzeit beschäftigt ist. Ja, oder er würde dir eine Copy-Paste-Nachricht schicken. Oder so. Ja. Ja. Es war wirklich sehr schön mit dir, Lissi, Katja. Einfach schön, dass du dich mehr fallen lassen hast. Mhm. Ich habe ja schon immer damit gerechnet, dass es mal ab einem gewissen Punkt ziemlich kompliziert werden wird, aber ja, der ist genau jetzt. Aber kannst du den mal drin lassen? Was? Diesen Gähner. Das geht weiter. Und wir sind so. Jetzt wird hier die nächste Gebums, ja. Und jetzt kommt erst Rebecca, die eigentlich am ehesten, von der man am ehesten merkt, dass sie richtig Bock hat. Weißt du, ich meine? Sie wurde richtig so wie in so einem, weißt du, wenn diese Stiere sind das, ne? Ja. Die verrückt gemacht werden. Sie wurde richtig so eingesperrt. Ja, genau. Ja. Wann darf ich endlich? Ja. Ich konnte mich jetzt auch schon bei den letzten beiden Dream Dates sehr, sehr öffnen und auch sehr fallen lassen. Und weiß nicht, wie mir das heute gelingen wird. Also von dem her ist es für mich ein sehr, sehr spannender Tag. Es könnte echt schwierig werden, ne? Er tut sich schon schwer. Erstmal hat er gesagt, ich kann mir vorstellen, ich. Ja, ja. Das, darüber redet auch das erste Mal. Aber bei ihm ist das ja schon so, dass er Dinge, dass er sich da nicht so schnell körperlich auch öffnet und so. Er redet gerade so, als hätte er Schwierigkeiten, das bei jeder zu machen. Er sagt, ich muss mal gucken, wie mir das heute gelingt und so. Ja, yeah, Bro, das wird ein Kinderspiel für dich, das wissen wir alle. Aus dem FF. Was machst du? Das Wetter ist so beschissen. Da willst du so ein Mädel mal richtig beeindrucken mit Katamaran und allem drum und dran. Und dann spielt leider das Wetter überhaupt nicht mit. Wie findest du es, dass er sie Mädel nennt? In den Kommentar habe ich auch gelesen. Ja, ich habe auch in den Kommentar gedacht. Dass er die immer Mädel nennt, ne? Ah, das, wie gesagt, das ist zum Allgäu so Sprachgebrauch. Ja, ne? Ich glaube, das ist Sprachgebrauch ist so. Ich glaube, da ist noch sehr viel, was du jetzt in anderen Teilen Deutschlands nicht mehr so sagen würdest, ist da völlig normal. Okay, also glaube wir können nur für Hamburg sprechen. Wir sagen hier nicht Mädel. Also doch, ja. Ein siebenjähriges Mädel, ja. Ja, vielleicht schon, ja. Also es ist ja eine gestandene Frau. Schon, ja. Ja. Ja, ist ein bisschen schwierig. Da, also ich finde prinzipiell Mädel ist kein schlimmes Wort. Gar nicht, überhaupt nicht. Wie gesagt, für Kinder so oder so nicht. Und ich glaube, dort ist es auch wirklich nicht so, wie es hier ankommen würde. So, ne? Ja. Aber warte mal. Die Mädels sagen ja auch, unsere Mädels auch, ja, ja, ja. Die machen einen Mädelsabend. Natürlich. Ja, ja. Deswegen. Also es kommt immer drauf an. Es kommt aber natürlich drauf an, wer es sagt. Wer es sagt. Natürlich kommt es drauf an. Nein, aber jetzt, wo ich mehr darüber nachdenke, stimmt, jetzt kam mir das mit dem Allgäu, dass es da Sprachgebrauch ist. Und jetzt weiß ich auch, dass Katha zum Beispiel sagt, wenn sie sich mit Sarah und mit noch jemandem trifft, dass sie sagt, wir machen heute Mädelsabend. Ja, ja. Oder sie hat mir das erzählt, nur unter uns Mädels. So, ja, natürlich. Mädels-Stuff. Deswegen. Ja, okay. Ich sag auch, du triffst dich mit deinen Mädels. Ja, aber gut, dass wir zurückgerudert sind. Oder du triffst dich mit deinen Jungs. Und du triffst dich mit deinen Jungs, ja. Ja, also es ist, keine Ahnung. Nee, ist doch nicht so. Ich glaube, dass es halt bei vielen, die sich so oder so grundsätzlich vielleicht auch in der Vergangenheit öfter nicht ernst genommen gefühlt haben. Mhm. Und dann wird man so angesprochen, halt extrem triggert. Deine Mädel. Genau. Aber es ist auch, kommt drauf an, in welchem Kontext. Schau mal, wo du wirst, ne, von irgendeinem leicht vielleicht sogar schon übergriffigen auf der Party angesprochen und sagst du, ey Mädel, hast Bock heute? Ja, ja. Und dass sie dann so sagt, hier, fuck you. Und wenn, guck mal, wenn so wirklich so ein alter Mann, völlig überheblich und wie auch immer, zu dir kommt und dann sagt, junges Fräulein, also ja, würde ich auch direkt sagen, schon. Digga, das ja, ist einfach ja. Mies von oben ich herab. Ich bin dabei. So, ey, halt's Maul, ey, nenn mich nicht so. Weißt du, ja. Ich meine, würde ich auch nicht cool finden. Mhm. Aber grundsätzlich ist es ja nicht so schlimm, finde ich. Okay. Geil. Wie geht's dir? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich habe richtig Bock. Ich bin noch nie Helikopter geflogen, nein. Das erste Mal. Hat aber auch so das Gefühl, das sind wirklich die einzigen Menschen auf dieser ganzen Insel, oder? Ja. Da ist nirgends irgendjemand. Mhm. So. So geil. Richtig heftig. Mein Gott. Wann gehen wir da hin? Wir zwei? Wir können auch noch jemanden mitnehmen vielleicht. Von mir ist auch zu zweit. Ja. Ja. Einfach mal ohne Handy. Okay. Oder? Ja. Oder willst du? Mir egal. Ich finde diese Erfahrung tatsächlich mal richtig geil. So ein bisschen, wie hieß diese Serie? Also einfach mal so off. Mhm. Offline. Off, off. Keine Menschen, kein gar nichts. Du, deine Gedanken, die Natur. Weißt du? Mhm. Ich würde das voll gerne mal erleben. Vielleicht auch keine Uhrzeit. Einfach so wirklich mal so, einfach, weißt du, sein. Mhm.
Oder sprengt das jetzt seinen Rahmen? Ich kann mir das 0,0 vorstellen. Mhm. Ich kann mir halt vorstellen, dass es extrem krass ist. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es extrem langweilig ist, Wahnsinn. Weil wir einfach so dran gewöhnt sind, so gestresst sein die ganze Zeit und immer was zu tun haben und so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann mir das letzte Mal langweilig war. Was ich meine, ich habe keine Ahnung. Ich hatte das in Sri Lanka. Ja. Aber ich hatte zum Glück ein Buch, was man beschrieben hat, wie man das macht, sich langweilen. Ja. Sehr gut. Also ich will immer was machen. Ja, natürlich. So, du hast immer diesen Optimierungsdrang. Was kann ich noch irgendwie nebenher erledigen? Was kann ich jetzt noch machen? Was kann ich vorbereiten? Ja, ja. Parallel laufen lassen, damit man keine Zeit verliert. Genau. Ja, so, ja ich bin auch so. Ist so, ja. Krass, wie kann ich irgendwie noch effizienter werden? Wie kann ich noch weniger Zeit für XY brauchen und so weiter? Ja. Ist die ganze Zeit immer dieses Optimierungsding einfach. So. Ja. Und wenn das dann komplett wegfällt, dann bist du erstmal so, okay, was mache ich hier? Ja, ich weiß. Und also, dass es nicht so vorkommt wie so eine extreme Zeitverschwendung. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Deswegen ist das ganz gut. Ja, let's go. Erstmal Darkroom und dann, also umso Dunkelheit und dann Insel. Bin dabei. Ich liebe auch diese Momente, in denen wir wirklich sind wie kleine Kinder. Ich finde es auch toll, dass er da so ist wie ich. Ja, der Spaßfaktor mit Rebecca ist da. Die war sich dafür nichts zu schade und war super lustig. Das ist, finde ich, eine schöne Seite an ihm. Mhm. Das finde ich eine mega schöne Seite. Ja, also das so verspielt sich so ein bisschen. Albern, wie so ein kleiner Welpe und so. Ja. Und so. Und so. Und so halt. So nee, das finde ich schön an ihm. Ist auch. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde halt auch, dass es so... Ja, ich weiß nicht, warum das immer so ist, dass man davon ausgeht, dass man das, je älter man wird, sowas nicht mehr machen darf. Ja, ja, ja. So, weißt du, ich meine? Du machst so die ganzen Sachen, die dir so immer Spaß gemacht haben, musst du anscheinend irgendwann mal sein lassen, jetzt bist du halt älter. Ja. Mir fällt das zum Beispiel manchmal schwer. Ja? So dieses so, alles so vergessen und einfach richtig rumalbern. Mich nicht. Nee? Nee. Deswegen, ich finde das voll schön. Also ich mag das voll gern. Und bei uns im Cinemax-Kino früher, ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, auch so eine Rutsche und so, ne? Ja. Im Kino einfach. Ja. Ja, da rutschen die ganzen 6-, 7-Jährigen und irgendwann mal der 33-jährige Stempel rutscht halt auch und dann wieder egal. So, was ich meine? Ja. So, hä? Halt mein Popcorn, los geht's. Ja, ja. Das so, finde ich schön. Warum nicht? Ja. Ich wäre gerne sehr häufig irgendwie zu zweit, aber auch gerne natürlich bei Freunden, dass man aber alles irgendwie gerne auch gemeinsam erleben kann. Also ich finde immer, man braucht so ein Leben, was jeder für sich selber hat und ein gemeinsames. Das ist so für mich auch so eine Sache, in der ich mich auch erst noch weiterentwickeln musste, dass ich einfach für mich feststelle, okay, ich brauche auch noch mal ein anderes Umfeld als nur diese Partnerschaft. Ja, doch, das ist schon wichtig, ja. Ich kann mich schon auch sehr gut in Partnerschaften verlieren. Und da glaube ich aber, dass ich durch das letzte Jahr einfach jetzt an so einem Punkt bin, wo ich das hoffentlich auch nicht mehr so tue. Also Leute, er ist schon mal kein Vermeider. Mm-mm. Falls das irgendjemand behauptet hat. Also eher so ängstlich klammernd. Eher, ja. Ja, ja, ich bin ja auch so. Ja, ich kann es auch nachvollziehen. Ich finde es auch die Aussage so, ja, ich finde, dass man so ein gemeinsames Leben hat, aber jeder noch so sein eigenes, so ein bisschen. Ist auch irgendwie so. Wer hat das gesagt? Larissa, das ist, mag ich gar nicht. Also klar, natürlich soll jeder auch was alleine machen und so, aber das ist gleich auch wieder so ausschließend. Mm. Weißt du, ich würde zum Beispiel richtig ganz komisch finden, angenommen, ich hätte so meine Jungsrunde. So meine Jungsrunde und ich so, ja, jeden zweiten Freitag im Monat ist so unsere Jungsrunde und dann treffen wir uns, machen Jungssachen und da haben Frauen nicht mitzureden. Ja, das ist halt so ein und da erzähl ich auch nichts, Mindspace und da erzähle ich auch nichts davon. Und was weiß ich was und so, das ist so mein Ding. Mag ich nicht. Nee. Mag ich gar nicht. Das ist ja aber auch eher so, ich will nicht alles kategorisieren, aber ich will da einmal ein bisschen die Beziehungstypen verwenden. Das ist schon so ein bisschen dieses Vermeidertum. Also zum Beispiel, was mein Ex-Freund immer gesagt hat, war, mir ist es super wichtig, das mit meinen Freunden zu haben und dich, weil er hat immer gesagt, die sind ja immer da. Und siehe meine letzte Beziehung, wenn du zum Beispiel als mein Partner wegfällst, wen habe ich dann? Meine Freunde. Also die haben das so als so zwei Töpfe gesehen, so zwei Säulen. Und das hat man dann auch gespürt, weißt du? Aber ich mag das auch nicht. Das ist dann das ungefähr dasselbe wie wenn sie sagt, wenn ich in einer Beziehung bin, bin ich auf einmal ganz anders.
Das mag ich auch nicht. Ja. So höre ich dann auf, mich bei meinen Freunden zu melden, ja, oder so. Also ich finde, man sollte schon einen Partner finden, der da in sein Leben reinpasst. Genau. Mit dem du die kleinen Parallelleben, genau, auch hast und der ja eben reinpasst. Genau. Weißt du, ich meine? Wo sich dann nicht so viel zwingend ändert. So, ich möchte mit einbezogen werden in deine Themen. Ich möchte dich auch in meine Themen mit einbeziehen. Das ist gut, ja. So, du musst nicht überall immer mit dabei sein. Kann ja sein, dass die Interessen sich natürlich auch unterscheiden, so ist es nicht. Ja. Aber trotzdem möchte ich irgendwie, dass du eine Rolle dabei so irgendwie natürlich spielst. Einfach. Ja, genau. Ne? So, ich möchte auch, dass du daran interessiert bist. Ja, ja. So, wenn du dir sagst, ja, ist mir eigentlich scheißegal, was du da jeden zweiten Freitagabend machst und juckt mich auch nicht, dann denke ich mir auch so, ja gut, schade. Dass man nicht so krampfhaft irgendwie versucht, irgendeinen Space so für sich zu wahren, den anderen da nicht dabei haben zu wollen. Es sind aber auch dieselben Leute, die einen Code haben im Handy und der Partner weiß nicht, wie man es entsperrt. Weißt du, ich meine? Die kennen den Code nicht. Deswegen bei Sarah und bei mir ist es so, du kannst bei Face ID kannst du ja alternatives Erscheinungsbild eingeben. Das heißt, zum Beispiel, ich weiß nicht, für wen das erschaffen wurde, aber ich glaube zum Teil auch für Drags oder sowas teilweise, damit das Handy entsperrt, auch wenn du in Drag bist. Und ihr habt das? Genau. Und mein zweites Erscheinungsbild ist halt Sarahs Gesicht quasi. Das heißt, Sarah kann mein Handy mit ihrem Face ID entsperren. Das ist Goal. So. Krieg ich auch einen Account? Wenn du willst. Nein, aber es ist Goal. So. Wirklich. Für mich ist das Goal. Ich finde es ganz problematisch, wenn jemand sagt, oh, mein Handy ist so mein Space. Nee. Mein Partner guckt nicht mein Handy. Da würde ich mir auch schon mal ganz langsam die Laufschuhe anziehen und eventuell losmarschieren. Und was ich euch auch noch sagen wollte, jüngste Erfahrung, Gespräch mit jemandem, der durfte in das Handy seiner Freundin gucken, beziehungsweise Ex-Freundin. Und dann hat ihn, es ist glaube ich nicht durch Zufall passiert, aber irgendwie kam ein Smalltalk auf, hey, es gibt da diese Ordner, diese versteckten, es gibt ja irgendwie so versteckte Ordner, wo nicht jeder ran kann, Dinge so. Und dann hat er da mal geguckt. Mhm. Und dann hat er rausgefunden, dass sie seit 3 Jahren einen anderen Typen bumst. Also, auch da gibt es nochmal, kann man tiefer gucken oder auch nicht. Ich finde, gucken, wenn man ein doofes Bauchgefühl hat, finde ich überhaupt nicht verwerflich. Guck mal, beim Basketball gibt es den Spruch, wer trifft, hat recht. Mhm. Okay? Mhm. Du kannst egoistisch spielen, aber wenn du dann trotzdem triffst, dann hast du halt recht. Weil im Endeffekt zählen die Punkte. Und wenn du halt suchst und du findest was, dann hast du halt recht. Ja. Aber wenn du suchst und du findest nichts, dann ist es schon halt mega scheiße. Ja, ich finde Handy durchsuchen finde ich eigentlich problematisch, finde ich echt problematisch so, warum? Aber im Endeffekt, wenn du dabei halt dann was rausfindest, dann ja, wer trifft halt recht. Ich glaube irgendwie an das Gefühl auch, also dein Basketball-Ding ist, ich habe es einmal gemacht und einmal habe ich was gefunden. Ja. Es war wie so eine Bestimmung von oben, wie so oder von unten oder von der Seite, keine Ahnung. Aber es war so richtig so, du musst da jetzt rangucken und direkt was gefunden. Ja, scheiße. Und dann wusste ich auch, warum ich das gefühlt habe. Mhm. Ja. Ja. Da ist echt Chance für mehr da. Für mich persönlich ist Dennis auf jeden Fall ein Traummann, ja. Die werden auch so zu richtig heftigen Aussagen gezwungen, ne? Ich stelle dann so Fragen. Also wurde ja auch man hört gefragt, das aber auch voll raus. Was meinst du? Glaubst du, Dennis ist sowas wie ein Traummann? So. Für dich. Und erste Regel, wenn du in einer Show teilnimmst, ist, sie teachen dich erstmal, dass sie sagen, wenn ich dir eine Frage stelle. Antworte so, damit man auch die Frage versteht. Genau. Was gefragt dann wurde. Wiederhol die Frage quasi. Ja. Ne? Also was ist deine Lieblingsfarbe? Sagst du nicht grün, weil würde ich ja zu dir jetzt eigentlich sagen grün. Ja. Aber die sagen mal, das ist voll wichtig für den Schnitt. Du musst sagen, ja, meine Lieblingsfarbe ist grün. Ja, genau. Ja. Weißt du? Ja. Also dann hat man es im Kasten. Ja, schon. Das ist so Aussagen, das ist ein bisschen krass. Ja, ja. Ist Dennis ein Traummann für dich? Ja, für mich ist das schon so ein Traummann. Ja. Ein Traummann. Die, ja, da ist eine gute Realisatorin mit rübergeflogen. Maurizius. Du hast ja gesagt, verliebt bist du jetzt noch nicht, aber kannst du dir vorstellen, dass sich sowas vielleicht entwickeln könnte bei dir? Ja, schon. Er wollte das jetzt einfach nur einmal abfragen, ne? Was ist mit dir? Wie siehst du das Ganze? So richtig so, und? Kannst du dir vorstellen? Kommt das bald? Habe ich da noch ein bisschen mehr rausgezogen können? Also, geil, geil, sie ist dabei, sie ist bald da. Was ist denn mit dir und deiner Gefühlslage? Oh Gott. Also der Abschluss von diesem Tag, der war ja wirklich gigantisch. Alter. Was sind das für Bilder? Schon richtig geil. Schon heftig, ne? Ja. Guck mal. Aber jetzt sehe ich was das. Was soll das denn? Das ist halt das Titanic, Alter. Alter.
komplett gestört. So dankbar für diesen Moment, dass ich alles erleben darf. Und ich bin richtig dankbar, dass du da bist und deswegen würde ich dich gerne fragen, ob du... Und sie schon so, bevor er den Satz vollendet, ja! Ja! Oh. Sie will unbedingt. So, guck mal, wie sie wartet. So, was sagt er gleich? Ja, ja, ja. Ja, ich will mich draufsetzen. Ja. Ja, genau. Ich fand das sehr schön, als wir heute gemeinsam miteinander aufgewacht sind. War wirklich eine sehr, sehr schöne und intensive Zeit, muss ich sagen, weil wir haben, glaube ich, jede Minute ausgekostet und haben einfach unfassbar viel geredet. Nee. Der Schein trügt. Mein Bauchgefühl schlägt einfach komplett Alarm. Mir passt irgendwas nicht zusammen. Er hat mir wirklich extrem viele Komplimente gemacht. Extrem. Und die ganze Zeit an mir, mich geküsst. Und es ist auch natürlich was Schönes, aber es war halt wirklich einfach viel zu viel. Meine Gefühle, die ich vorher schon irgendwie hatte, haben mich da auch nur noch mal verstärkt. Wo ordne ich das alles hier gerade ein? Es passt so viel zusammen und auf der anderen Seite raubt mir dieses Lovebombing gerade irgendwie Energie. Stand jetzt denke ich, dass ich einfach keine Entscheidung gerade treffen kann. Ich muss zwingend eine Nacht drüber schlafen. Okay, jetzt weiß ich, was ihr meintet. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wann kommt's? Weil, ja. Oh Mann, sie ist wirklich, was soll ich sagen? Ich glaube, dass ihre letzte Beziehung extrem für den Arsch war. Mhm. Dass sie die richtig kaputt gemacht hat, weil sie wirklich mit so viel Zuneigung und Nähe und Komplimenten nicht klarkommt. Das war mein erster Gedanke, so auf destruktive Glaubenssätze. Sie kann das gar nicht abkaufen, wenn er es sagt, okay? Ja. Und dann? Nee, erzähl du. Da hätte ich einen Punkt gemacht, wenn das jetzt zwei gewesen wären, die sich exklusiv daten. Und er hat gesagt, okay, sie kann es nicht annehmen aus den Gründen. Hier kommt aber noch eine weitere Zutat dazu. Und zwar, dass sie ja davon ausgehen muss, dass er das den anderen vielleicht auch gesagt hat. Ja, aber... Dass da die Panik nochmal eine größere ist. Ja. Dass sie sich nicht traut, quasi das anzunehmen, weil sie eh Angst davor hat, verletzt zu werden. Aber hier ist das Struggle realer. So, weil es kann, die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass es am Ende des Tages einfach nur nicht heiße Luft war, aber zu einer Enttäuschung führt. Sie war auch immer so sehr drauf, ich bin doch schon deine Favoritin, oder? Und da, du findest mich doch echt besonders toll und so, ne? Ist sie der Dennis? Es ist so... Sie ist der Dennis. Ja, vielleicht, sie wollte ihn einfach nur so weit bekommen und jetzt, wo er da ist, ist es auf einmal Lovebombing. Ich wollte gerade sagen, Lovebombing ist dann auch so, das ist kein Lovebombing. Er wird auch schon wieder richtig übertrieben. Aber wir wissen nicht, was... Übertrieben. Wir wissen nicht, was er im Schlafzimmer gesagt hat. Ja, aber wenn dir jemand Komplimente macht und sagt, wie toll du bist, ist es immer noch kein Lovebombing. Also da wird auch wieder richtig übertrieben, finde ich. Jetzt... Immer so richtig inflationär solche Begriffe benutzen. Das ist richtig Schwachsinn. Ja, aber wir wissen nicht, was er im Schlafzimmer gesagt hat. Ja, schon mal, vorher hat schon von Zusammenziehen geredet, Hochzeit, Kinder und so weiter. Könnte ja alles sein. Ja. Dann wäre das schon so eine Variante. Ich glaube, dass sie einfach extremst unsicher ist und die alles, was ihr entgegenkommt, erstmal als potenzielle Gefahr sieht. Ich kann auch kein Urteil fällen. Also seiner Mutter hat sie ja zum ersten Mal so ein kleines bisschen durchblicken lassen und war da voll ehrlich, was das angeht. Und meinte ja, immer Hintertürchen, immer Unsicherheit da und so weiter und so fort. Hm. Ich glaube, das ist bei ihr ein übelst kritisches Ding ist mit dieser Unsicherheit. Ja, ich glaube, weißt du, du bist dann mit sowas, bist du völlig überfordert, weil du weißt gar nicht, was du ihr sagen sollst. Du versuchst ihr ein gutes Gefühl zu geben und selbst daraus dreht sie dir einen Strick und denkt so, oh, Lovebombing. Weißt du, ich meine? Ja. So? Dann bist du mit so einer Eva einfach viel besser bedient, die dir klipp und klar sagt, dieses und jenes Gefühl habe ich, das liegt da und da dran. Oder wie sieht's aus? Warum hast du das und das gesagt? Weil ich habe das und das daraus gezogen. Und bei ihr ist es einfach so, na, ich meine jetzt erstmal, nee, da, irgendwo ist hier ein Haken und irgendwie ist es nicht so gemeint und was weiß ich was. Das ist extrem anstrengend. Okay. Ich habe meins gesagt, du hast deins gesagt. Was sagt ihr? Wie würdet ihr das einordnen? Sehr gefreut und wir sehen uns wahrscheinlich bald wieder. Jetzt gerade Rosennacht wäre, würde ich die Rose wahrscheinlich nicht annehmen. Siehst du? Okay.
Ich würde die Rose nicht mal annehmen. Ah, okay. Ja. Ich bin hier als eine von den letzten drei. Ah, okay, okay. Das entkräftigt meine Theorie der Angst. So. Weil ich würde sie gar nicht annehmen. Ja. Okay, okay. Was ich meine? Das habe ich noch gebraucht. Du ziehst dich da komplett raus. Ja, gut. Du bist unter den letzten drei. Du hast ein richtig geiles Date gehabt. Ja. So. Du warst über Nacht da. Ihr habt die ganze Nacht geredet. Er hat, du hast selber gesagt, er hat wirklich nur schöne Dinge gesagt. Ja, okay. Und deine Reaktion ist, ich nehme die Rose nicht an. Okay. Erklär mir das. Ja, ja, okay. Nee, dann ist es das. Aber das hat mir gefehlt. Weißt du? Ja. Ja. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Und sie ist jetzt in dem, sorry, also sie ist in dem Punkt jetzt auch komplett unehrlich. Wenn er sagt, ja, ich freue mich drauf, wenn wir uns wiedersehen. Sie, ja, ich mich auch. In dem Moment, ja. Ist sie einfach, weißt du, ich meine? Weil sie hat ja eigentlich schon ein Feeling für heute. Auch wenn sie noch eine Nacht drüber schlafen muss. Weißt du, woran mich dieses Bild hier gerade erinnert? Mhm. Sie geht ja so und sie ist so ein bisschen wie so paralysiert, ne? Und das erinnert mich an so, so bildlich, so Menschen, die es in der Kindheit, in den Beziehungen einfach beigebracht bekommen haben, dass sie minderwertig sind und die mit dieser Programmierung ein Leben lang durch die Gegend watscheln. Mhm. Weißt du, jetzt ist da ein Typ und die kann sie gar nicht sehen. Mhm. Sie kann diesen Menschen, der sie will und toll findet, gar nicht sehen und reagiert mit Flucht. Mhm. Weil sie reagiert hat, dass es nur nicht echt ist, sondern eine Fassade. Es kann ja gar nicht echt sein. Wird das Herz gebrochen oder wie auch immer. Es kann ja gar nicht echt sein. Mhm. Ich bin gar nicht so liebenswert. Mhm. Das ist so traurig einfach. Mhm. Richtig traurig. Richtig traurig. Ich will weinen. Nee. Nimm mich schon Arm. Nein, alles gut. Nein, alles gut. Aber meine Hände sind voll kalt. Mein ganzes, ja. Und mein, nein, aber ich, also ich sehe mich in ihr Fall wieder. Mein ganzes Leben lang war so. Mein ganzes Leben war so. Immer den Wichsern hinterhergelaufen. Das ist so heftig. Und die Guten habe ich alle nie gesehen. Ja. So sieht's aus. Schwierig, könnte so einfach sein, ist es aber nicht. Ich denke. Oh Mann, und der Arme. Also, oh, es war so schön mit ihr, wir haben die ganze Nacht geredet, es war so toll. Nee, aber wenn. Und sie halt so, ich würde deine Rose nicht mal annehmen. Das ist aber das Beste, was ihm passieren kann. Natürliche Auslese. Er braucht eine Frau, die das erwidert und die, die wie eine Pflanze dadurch wächst. Eva. Wahrscheinlich, wissen wir nicht. Aber nicht die. Mhm. Die würde dann ja in solchen Situationen Streits anzetteln, Distanz wiederherstellen. Das wäre toxisch. Und er würde immer, immer, immer diesen krassen Druck haben von wegen so, oh, was muss ich sagen? Wie muss sie mich verhalten? Was kann ich tun, damit sie sich wohlfühlt? Wie soll ich es anstellen? Und er wäre die ganze Zeit nur am Arbeiten, Arbeiten, ja, Arbeiten. Kim und Larissa einmal raus. Weg damit. Also selbst wenn es mit Eva danach nichts wird, die beiden einfach aus Prinzip raus, weil die einfach... Nee. Ja. Aber wenn er sich für eine von den beiden entscheidet, dann auch nur, weil auch er in seinem alten, in seiner alten Programmierung ist. Nee, mit Sicherheit. Für uns war die Nacht auf jeden Fall ganz besonders. Man konnte sich noch mal viel mehr fallen lassen. Wir haben ja das Dream Date komplett ausgekostet. Wir haben auch noch viel geknutscht hinter der Kamera. Nachts mit einer Arschbombe ins Wasser gesprungen und dann ist sogar wirklich nur eine Sternschnuppe vorbeigesaust. Schau mal, was der Morgen noch so bringt, ja? Das ist so das Wording, was ich benutze, gerne in Beziehung, um meinen Gegenüber zu etwas aufzufordern. Was? Mal gucken, was der Morgen noch so bringt, ne? Naja. Weißt du, was zu tun ist? Gucken, was der Morgen noch so bringt. Ne? Da. Hey, mein Freund, Mensch, wie geht's dir? Hab ich dich vermisst, ey. Hast du mich vermisst? Ja, wirklich. Oh, ich kann es kaum erwarten. Komm, setz dich. Mal wieder mit dir zu sprechen. Oh. Ich bin aufgewühlt. Ja gut, dann geht's dir wie mir. Erzähl mir von deinem letzten Dream Date. Ich habe ihr dann tatsächlich sogar auch gesagt, dass ich mich in sie verliebt habe. In Larissa. Wirklich? Ja, wirklich. Bitte was? Ja. Ach, hör auf. Ja, ohne Scheiß. Damit kann dann gar nichts anfangen, der andere. Was? Wir sind doch hier nicht, um uns zu verlieben. Wofür so dumm? Was das denn an? Nee, aber das, Also, nimmst du jetzt doch was zurück? Oh mein, ja. Jetzt ist das Love-Bombing vielleicht doch schon wieder ein bisschen legitimer als, Ich liebe das aber, dass du bist so, du kannst dann auch, ich kann das, glaube ich, auch, wir können das beide, dass wir dann, wenn wir was Neues irgendwie noch dazu erfahren, dass wir dann so das nochmal rekapitulieren, ne? Ja, muss man auch. Ich liebe das. Das ist auch eine Eigenschaft, die ich mir von viel mehr Menschen wünschen würde, mhm, und die auch so
einfach richtig, richtig gut ist, so Fehler einzugestehen oder Dinge nochmal zu überdenken. Ja. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ja, ich habe mal was gesagt, das war meine Meinung und wenn ich dann ein aufrichtiger Mensch sein will, muss ich für immer hinter meiner Meinung stehen. Nein. Das ist so ein Unsinn. Ja. Also das ist wirklich kompletter Unsinn. Ich habe vor 7-8 Jahren auch Skinny Jeans getragen und mach's jetzt nicht mehr, weil ich Skinny Jeans so und mach's jetzt nicht mehr oder mach's nur noch selten. Und da habe ich gesagt, ich werde nie wieder andere Hosen anziehen. Und da 5 Jahre davor habe ich nur extreme Baggy Pants getragen und gesagt, ich werde nie wieder was anderes anziehen. Ja. Ja, Geschmäcker ändern sich und Meinungen können sich auch ändern. Ja. So, es muss nicht in Stein gemeißelt sein. Ihr müsst nicht immer an der Meinung so geisteskrank festhalten, weil ihr ansonsten anscheinend nicht real seid. Das ist übelster seid Unsinn. Seid ihr eh nicht. Ja, das ist übelster Unsinn. Alles und deswegen, ich habe nicht gewusst, dass er zu ihr gesagt hat, ich habe mich übrigens in dich verliebt so. Und dass sie deswegen Reis ausnimmt. Weil das ist dann schon wieder so ein Ding, wo ich nachvollziehen kann, so, hier sind noch 3. Und du sagst zu mir, du hast dich verliebt, I don't know, schickst du jetzt die anderen beiden heim? Ja. Oder was? Ja, ja, ja. Und deswegen sagt sie raus hier. Ja, ja. So, also, ja, geil. In dem Augenblick habe ich das gefühlt und wollte das einfach sagen. So, und jetzt kommt der Punkt. Du bist eine Knalltüte. Dann kam nicht die gleiche Resonanz, wie ich sie vielleicht so ein Stück weit erhofft hatte. Aber ich glaube, wenn du so einen Satz aussprichst und wenn du da nicht merkst, dass dann sich die Frau auch wirklich öffnen kann und fallen lässt in dem Moment, dann sollst du die Finger davon lassen. Und er so, nee, da wird es erst richtig interessant für mich. Challenge accepted. Guck, du merkst richtig so, wie er so ist. Also, nee, ich will das schon jetzt wissen. Ja, ich muss mich da jetzt richtig reinlegen. Ich muss da jetzt ins Zeug legen und Gas geben. Ja. Und dann schaffe ich es irgendwann mal, dass ich das zurückbekomme, was ich gebe. Ja, genau. Ich krieg's hier schon hin. Und wie aber auch Dennis gerade so realisiert, dass die Show jetzt quasi in total unterschiedliche Richtungen gegangen ist. Ne? Mhm. Während er da seine Hot Dates hatte, hat der hier irgendwie über Gefühle geredet und so. Tiefgründigkeit, voll geschockt. Also, hä, Bro, was ist das für eine Show geworden hier? Ja. Gefühle? Wir sind hier falsch. Ja, weiß ich nicht. Aber ich hätte das an Sebastians Stelle... Nee, ich hätte das auch gelassen. Nicht gemacht. Auch Sebastian. Nee, das... Hast du nichts gelernt. Guck mal, ich finde es ja gut, dass er sagt, ich habe das im Moment gefühlt und ich habe das Bedürfnis auch gehabt, das auszusprechen. Ja. Ist ja auch eigentlich... Gut. Ja. Eigentlich eine gute Eigenschaft. Ja. Aber nicht in der Situation. Nee. Nicht in der Situation. Schatzi. Du musst da so aufpassen, was du sagst. Ja. Wenn ihr da alleine gewesen wärt, um mich kennenzulernen oder wie auch immer, alles schön und gut. Definitiv. Aber das ist einfach. Ich empfehle allen 116, 117. Ja. Einmal bitte. Das wäre alles nicht passiert. Diese Show hätte einen ganz anderen Verlauf genommen. Oder einmal eine Kiste mit Sextoys. Und 10 Minuten alleine, das hätte auch alles verändert. Ja, 10 Minuten allein? Auch das hätte alles verändert wahrscheinlich, ja. Nein, wirklich, wenn die... Ach, egal. Ich bin auf jeden Fall an dem Punkt, wo ich sage, dass ich mich verletzlich gemacht habe. Ja, also das habe ich jetzt noch nicht ausgesprochen. Mhm. Also habe ich auch nicht erwartet bei dir. Also, ja, ist ja, Bro. Bro, also war klar, aber wir reden über mich jetzt. Wow! Hi! Hello! Hey, Lissy. Hallo. Schön, dich wiederzusehen. Ah. Oh Gott, ey. Wie geht's dir? Mhm, sehr gut. Freut mich. Bin ein bisschen aufgeregt. Einmal kurz vorweg. Mir ist, während ich das gucke, richtig schlecht, weil ich finde es sehr bemerkenswert, wie Dennis es hinbekommen hat, dass die quasi alle krasse Fans schon von ihm sind. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das aus irgendeiner anderen Staffel erinnere, dass die 3 letzten so hyped waren von ihm. Echt? So doll. Mhm. Die sind ja alle 3 wie, weiß ich nicht, radioaktiv. Keine Ahnung, die strahlen ja, also das ist ja voll krass. Und ich finde es so heftig, dass man bei ihm keinen Unterschied merkt. Beim Sebastian, der hat sich in eine verliebt, okay? Es ist eine Abstufung zu sehen. Weißt du, was ich irgendwie, da kann ich mit relaten, ne? Aber bei ihm, der liefert ja bei jeder Einzelnen genau das gleiche Gefühlsspektrum ab, beziehungsweise wie er auftritt. Ich weiß, was du meinst, ja. Man weiß jetzt gar nicht, welche er jetzt nicht wählt. Mhm. Das ist doch heftig. Schon. Also, ich wirklich, du kannst hier wirklich nur irgendwie nach Bauchgefühl gehen oder wie auch immer, aber von dem, was er dir so geliefert hat, die Bilder, die wir zu sehen bekommen haben, alles gleich. Ist so, ja, könnte
jede von denen sein. Ich finde es richtig gruselig, sowas. Ja? Ja. Ich will doch wissen, ich will doch spüren bei den Menschen irgendwie, zu wem man ein bisschen mehr Bindung hat. Also du, ist doch so. Eigentlich schon, ja. Oder nicht? Ich weiß genau, was du meinst. Boah. Ich weiß genau, was du meinst. Andererseits, ja. Da wird also für die Show ist es eigentlich richtig gut. Ja, für die Show ist es richtig, perfekt. Richtig aber, Spannung da. Voll. Aber er ist im wahren Leben halt wahrscheinlich genauso. Und da wird gleich eine so richtig getroffen vom Blitz. Das auf jeden Fall. Obwohl sie natürlich damit rechnen muss, ne? Aber da wird gleich eine so schockiert sein. Mhm. Ja, voll. Weil man sich dann so fragt, hey, wie konntest du das denn performen? Also. Ja, ich glaube aber, ja, das ist ja genau das Ding. Ich glaube nicht, dass es performt ist. Ach so. Ich glaube halt nicht, dass es performt ist. Ich glaube nicht, dass er jetzt allen drei das Gleiche vorgespiegelt hat, sondern dass er halt wirklich bei allen drei dasselbe ungefähr fühlt. Weil er aber auch keine tiefe Connection aufbaut. Ich glaube nicht, deswegen ist das so, wie nennt sich das, replizierbar? Reproduzierbar. Reproduzierbar, beliebig oft anwendbar. Mhm. Naja. Die Nacht hat all meine Erwartungen übertroffen. Und es wurde emotionaler, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Und deswegen, Katja, möchte ich dich fragen, ob du meine Rose annehmen möchtest. Ja. Das war schon so voll die Siegesrede, ne? Mhm. Bis bald. Bis bald. Ciao. Du bist so wunderschön, Katja. Oh, süß. Hast du gehört? Was? Du bist so wunderschön, hat er hinterher gerufen. Catcalling. Ja. Ja. Lovebombing, Catcalling. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht gerade auf Wolke 7 schwebt und sich vielleicht nicht darüber im Klaren ist, dass bei mir gerade so starke Zweifel da sind. Wie auch? Obwohl, er hat ja gesagt, sie hat nicht so reagiert, wie er sich das erhofft hat. Das bedeutet, ein bisschen transparent wird sie schon gewesen sein. Aber nur ein bisschen. Ja. Also, ja. Oh, und dann hat er doch auch gesagt, vorbereitend, also er hat Angst, dass die, der er die Rose gibt, das nicht erwidert. Also er bleibt weiter dran. Er hat angebissen. Locker. Der Köder ist im Maul. Locker. Mein Herz hat auch gehört zu schlagen. Jetzt möchte sie sagen, dass sie geht. Genau, es ist einfach so, dass für mich, also das ganze Dream Date an sich super schön war und für mich auch so ein ganzes Puzzle zusammengefügt hat. Und irgendwann gab es so einen Punkt, und zwar, dass es für mich halt gefühlt so von 0 auf Level 1000 ging. Also du hast mich überschüttet mit Gefühlen halt, ne? Mit Zärtlichkeit, mit Zuneigung, mit Nähe. Mit den Worten, mit Komplimenten, mit allen. Die alle viel, viel besser aufgehoben gewesen wären bei Eva. Ist einfach so. Es kriegen immer die Falschen. Ich dachte, du sagst jetzt so, ich finde es super, dass du das ansprichst und nicht so in dich reingefressen hast. So. Und aber nein, du hast einfach gesagt, hättest ihr mal nicht gesagt, Bruder, hättest mal der gesagt, die es verdient hat, sie hat es nicht verdient. Also es war mir persönlich halt einfach viel, viel, viel zu viel und hat mich halt unfassbar unter Druck gesetzt. Ich habe mich halt sehr wohl in dieser Situation gefühlt, dass ich ihr das alles sagen konnte, alles zeigen konnte, wie ich mich fühle, wie es mir geht. Ob das prinzipiell bei dir vielleicht so ein Muster ist, also dass es am Anfang so 1000% ist und dass das Ganze dann auch relativ schnell wieder abflacht. Weißt du, das ist so ein bisschen meine Sorge auch. Mhm. Auch eine weitere Komponente. Ja, dass sie das vielleicht schon oft erlebt hat. Ja, sie denkt halt, okay, das ist seine Masche oder was? So? Ey, da kann also ganz ehrlich. Das können so viele Sachen sein. Ja, aber ganz ehrlich. Du hast ihn ja jetzt auch kennengelernt. Nein. So ein, ja, aber. Ich finde, wir kennen ihn gar nicht. Ja, aber was du von ihm gesehen hast, würdest du ihm das zutrauen? Kann sein. Digi. Hör doch auf. Was hat seine Mutter gesagt im Vorstellungsgespräch? Im Vorstellungsgespräch? Im in der Vorstellungsrunde. Ja. Da hat sie doch gesagt, vielleicht findest du jetzt auch mal eine, wo du irgendwie dran bleibst. Hat sie nicht sowas in der Art gesagt? Weiß ich nicht, daran kann ich mich nicht erinnern. Helft uns mal weiter. Ich glaube, die Mutter hat in der ersten Folge sowas in der Art gesagt, wo wir dann so meinten, hä, aber er war doch kurz vor der Heirat. Nicht, dass das so ein begeisterungsfähiger ist. Ah, der so Head over Heels ist am Anfang und dann sich aber nach 2 Wochen denkt, jo. Hier sind viele Sachen möglich. Lass mal weiterhören. Ja, aber ich habe letztes Mal, glaube ich, schon einmal was Positives über Larissa gesagt. Ich muss aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Nein, Spaß. Aber dass sie, weil ich fand es halt mega enttäuschend, dass sie aus der Nummer rausgegangen ist. Und die so, ja, ich freue mich auch wieder. Und dann war sie 10 Meter weg und so, weg hier.
Weil ich halt asozial. Ja, aber manchmal braucht man es ja, vielleicht. Ja, stimmt. Guck mal, auch. Jetzt kommt sie. Stimmt. Stimmt auch. Das ist auch völlig normal. Aber ich finde es jetzt halt gut, dass sie das genau so, wie sie es in dem Einzelgespräch da gesagt hat, in diesem Interview-Ding, dass sie das jetzt auch genauso bei ihm anspricht. Mhm. So, und er wird das feiern, er wird das geisteskrank feiern, dass sie das tut. Ich bin auch manchmal so, dass ich das nicht sofort sagen kann. Verstehe ich auch. Aus also, Angst oder keine Ahnung. Yeah, oder dass ich so denke, gib mir bitte ein paar Stunden nur einmal kurz. Ich muss einmal weg, aber ein paar Stunden, dass ich einmal kurz darüber nachdenke, das einordne. Natürlich, weißt du? Aber kennst du das nicht auch, wenn du in einem Streit oder in einer Argumentation bist und dann bist du so am Ende deines Lateins, kannst du dich nicht mehr wehren, weißt nicht, was du sagen sollst. Dann werde ich und dann drei Stunden später fallen dir so tausend Dinge ein, die du hättest sagen könntest. Ja, so, ich habe noch das Argument und das. Also fuck, aber jetzt ist halt die Situation auch vorbei. Weißt du, ich meine? Ja, das kann natürlich schon auch sein. Ja. Also ich erkenne auf jeden Fall ein Muster in diesem Verhalten bei mir. Vor allem in der Vergangenheit habe ich das tatsächlich recht häufig gehabt. Aber ich habe halt die Gefühle nicht nur innerhalb von einer Woche kurz aufflammen sehen und dann wieder abflachen sehen, sondern das hat sich bei mir jetzt ja auch über mehrere Wochen immer weiter aufgebaut. Ich glaube, sie hat gar nicht mal so ein schlechtes Bauchgefühl. Weiß ich nicht. Ich glaube, er ist einfach extrem reflektiert und sagt so, ja, es stimmt, ich schütte sehr viel aus, so, aber es ist nicht so dahergesagt. Es ist nicht dahergesagt, es ist wirklich so, dass er das so fühlt. Ja, er fühlt es auch so, aber er macht jetzt gerade den feinen Unterschied und sagt, unter dieser künstlichen Atmosphäre, den Zusatz lässt er allerdings weg. Er meint so, hier, diesmal scheint es anders zu sein, weil ich konnte das über ein paar Wochen aufrechterhalten. Mhm. Ja, unter super, super künstlichen Voraussetzungen. Ja, ja, nicht klar. Der Alltag, nicht keine Ahnung. Und ich kann mir vorstellen, dass sie gar nicht mal so verkehrt liegt. An der Stelle kann ich dir einfach sagen, dass ich den Glauben überhaupt nicht verloren habe, dass ich das Level an Euphorie, was ich jetzt gerade habe, noch sehr lange halten kann, ehrlicherweise. Weil ich meinte jedes einzelne Wort davon auch sehr, sehr ernst. Nicht, dass ich nachher da stehe und eine Entscheidung treffe, die ich nachher bereue, egal in welche Richtung. Nur das klassische Bauchgefühl einer Frau. Irgendwas stimmt da halt nicht zusammen für mich. Das passt alles nicht. Wieso haben Sie diesen Moment hier überhaupt noch mal bekommen? Vielleicht hat sie gesagt, ich muss noch mal mit ihm reden vor der Entscheidung. Ich gehe freiwillig. Wahrscheinlich, ne? Puh, Pistole auf die Brust. Und RTL war so, nein, okay. Nein, you can talk to him. Okay. Ja, mit Sicherheit, weil das ist ja jetzt hier voll künstlich kreiert, hier das ganze Ding. Das ist ja nicht vorgesehen, dass er mit jedem noch mal. Aber ich finde es klasse, bekommt. Out of the box. Ja, weiß ich jetzt nicht. Weil ich hätte jetzt eher gesehen, dass sie ihm das halt nicht sagt. Er gibt ihr die Rose und sie nimmt sie nicht an, so wie sie es gesagt hat. Aber weißt du, was passiert? Dann wäre ich so richtig so, oh ja. Weißt du, was RTL macht oder was hier passieren wird? Sie hat es ihm gesagt, er gibt ihr trotzdem die Rose. Natürlich. Und sie nimmt sie vielleicht nicht an. Doch, locker. Who knows? Safe. Ich glaube wirklich, dass wenn die dieses Gespräch nicht gehabt hätten, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Rose nicht annimmt, höher. Aber dadurch, dass sie das nochmal ansprechen konnte und er sich nochmal rechtfertigen konnte quasi oder ihr nochmal ein bisschen Sicherheit geben konnte, ist sie umgestimmt. Sie will ja auch drin bleiben. Gib mal her. Wette. Glaubst du, sie fliegt? Nein, wette auf Folgendes. Wenn wir uns die Wiedersehensshow angucken, glaubst du, er ist mit einer zusammen oder er ist Single und es kommt raus, dass es nicht geklappt hat? Ich weiß nicht warum, aber ich habe so richtig das Gefühl, dass er nach der Wiedersehen schon heartbroken ist und nicht so krass Mitleid mit dem haben muss. Ich habe dieses Gefühl. Aber Single oder vergeben? Single. Single. Ich glaube auch, er ist Single und er ist in alte Muster gefallen. Und egal für wen er sich vielleicht temporär begeistern konnte, es ist nicht mehr da. Das weiß ich nicht. Also boah, du erwartest ja auch von beiden nur das Schlimmste. Nicht das Schlimmste. Ja, doch. Aber ich sehe halt voll, wie gefangen, also für mich scheint es so, als würden sie sehr gefangen sein in ihren Mustern. Vielleicht ist eine Wette einfach. Ist eine Wette einfach. Ich glaube eher, dass er sich eher für eine Dame entschieden hat, die aus ihren Mustern nicht rauskommt und deswegen dem Ganzen nicht offen genug gegenüberstehen konnte. Mhm. Und er deswegen quasi Single sein muss. Was wettet ihr? Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich möchte es nicht, aber ich habe so das Gefühl. Aber du kannst dich wir ja wetten dann, du kannst dich ja dann bei uns melden, lieber Sebastian, wir gehen in den Darkroom. Und Boys Night. Und wir wetten um deine Perlenkette. Ja, können wir machen. Ja? Ja. Habe ich die an? Ich habe die gar nicht an. Nein. Ah. Ich habe die letztens schon mitgehen lassen. Schon mal vor. Ich habe immer mehr und mehr von deiner liebevollen Art kennengelernt. Und ich habe endlich die
freche und leidenschaftliche Lissy kennengelernt. Aber leider muss ich dir sagen, dass ich diese Seite gerne früher von dir kennengelernt hätte. Und der Abstand zu meinem Herzen war bereits zu groß. Und deswegen muss ich dir sagen, dass ich dir heute leider keine Rose geben kann. Ja, alles gut. Wirklich. Ich glaube, das ist das Beste, was dir passieren kann. Sie wäre wahrscheinlich wieder dem Typen hinterhergezogen und wäre da nicht glücklich geworden. Ich freue mich für sie. Das kann sein, ja. Ich glaube auch wirklich, dass sie ein bisschen zu unterschiedlich waren. Ich freue mich für dich, Lizzie. Das ist, aber ich, die beiden wären so ein richtig guter Urlaubsflirt. Die zusammen. Geiler Fick, ja. Ich bin froh für sie, wirklich. Hm? Das Universum meint es gut mit dir. Hm. Sagt mein Bauchgefühl, ja. Mein Venushügel. Glaube ich auch. Ich wünsche dir wirklich von Herzen alles, alles Gute. Und ich bedanke mich so für die Zeit, die wir miteinander erlebt haben. Ja, es sind auf jeden Fall Erinnerungen und Erlebnisse, die vergisst man nicht mehr. Danke. Du auch. Ich finde, sie sieht das erste Mal nicht skeptisch aus, sondern glücklich. Weißt du? So ja. Schön hat sie noch nie gelacht. Findest du? Sie guckte ja immer noch so ein bisschen so, und ich glaube, sie hat es gefühlt. Sie hat den Braten gerochen. Vielleicht, ich glaube, es wird dir auch einfach so, du weißt jetzt auch, da fällt ja auch mega viel von dir ab. Ja. Du weißt, okay, jetzt ist der Spaß auch endlich mal vorbei. Ist frei. So, du kannst jetzt, du hast nicht mehr diesen Druck einfach. Es ist ja ein unheimlicher Druck, die ganze Zeit in dieser Show zu sein. Ich habe eine halbe Koralle in meinem Kleid hier. Tschüss. Ich glaube, sie finden es gar nicht so schlimm. Die kommt nach Hause und sagt so, ey, stellt euch vor, der Typ, ey, der war eine Katastrophe. Sie wirkt voll befreit. Bisschen. Ach, ich glaube, sie ist auch einfach so, ich glaube, sie ist einfach gefasst, sagen wir mal so. Oh, so ging es mir nach meiner Trennung. Ich war so, die Übelkeit ist weg, ich bin endlich frei. Ist es so? Bisschen, ja. Eine Seite. Ist es doch schön. Eine Seite, ja. Ja, sehr gut. Ja. Ich hab's ja schon so ein bisschen in mir drin gehabt. Digga, die sieht voll glücklich aus. Kannst du mir noch nicht erzählen. Die hat eine ganz andere Gesichtsmimik auf einmal. Auf einmal riecht sie nicht mehr nach Kacke. Hat die das gerade eigentlich überhaupt gerafft, dass sie rausgeflogen ist, frage ich mich. Der hat ja keine Miene verzogen, beziehungsweise wie wenn gerade alles lustig und cool wäre. Und das nervt ihn. Das nervt ihn. Ich weiß nicht, ob sie das nervt ihn. Er ist voll enttäuscht darüber, dass sie nicht so traurig war. Aber er kann, ich hätte er sagt, das war dann definitiv die richtige Entscheidung. War es ja auch. Nee. War es ja auch. Leute, ich weiß, ich mache mich jetzt unbeliebt. Ich weiß, es wird inflationär benutzt. Ich weiß das alles, ne? Aber für wie oder was glaubt ihr? Ich stelle das einfach in den Raum, ja? Ich werde dazu auch nichts mehr sagen. Was glaubt ihr? Was für einen Begriff wird Sunny jetzt gleich wählen? Was glaubt ihr, ich sag mal so, das ist die Frage in die Kommentarbox, A, B oder C. Findet ihr oder glaubt ihr, Dennis hat wenige narzisstische Anteile? A. Dennis hat mittelmäßig viele narzisstische Anteile? B. Und Dennis hat vielleicht ein paar mehr? C. Mhm. Ausgeprägt. Bei Narzissten geht es ja nur darum, dass ihr Umfeld ihnen das Gefühl gibt, dass sie wertig sind. Ja. Und ich habe die Kacke jetzt schon lange gerochen, schon seit 2, 3 Folgen, und heute musste ich es einmal aussprechen. Mhm. Und mit dieser Aussage, er ist voll enttäuscht, dass sie so gut damit umgegangen ist. Ich sag dir das, der sieht richtig enttäuscht aus. Mhm. Schneid das mal bitte mit rein, dieses Bild. Ja, mal gucken. Also weiß nicht, was er jetzt gleich, wie er das noch zu Ende bringt, ob er da wirklich Enttäuschung ob du wirklich Enttäuschung da jetzt reininterpretieren kannst oder ob es einfach nur Verwunderung ist. Weißt du, oh, jetzt voll gut aufgenommen. Ich finde super, weil ich denke, er hat sich wahrscheinlich schon Sorgen gemacht, dass es halt ein bisschen, dass sie halt sehr traurig sein wird, dass sie wütend sein wird oder wie auch immer. Zu Recht natürlich. Und das ist halt nicht so der Fall, weil hat sie überhaupt verstanden, was gerade passiert ist. So, weiß ich meine. Lass mal weiter gucken. Hier kommt ja gleich die Rätselslösung, ja. Ne? Also so hätte ich es jetzt auch nicht gedacht, aber dann weiß ich, wie emotional die Frau bei der Sache war. Er ärgert sich voll. Digga, er ärgert sich voll darüber, dass es ihr gut geht und dass sie nicht so gebrochen ist deswegen. Könnte man meinen, ja. Oh. Übelstes Kaliber, ich sag's dir. Ey, ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Also er sollte jetzt wirklich eigentlich froh darüber sein, dass es gut aufgenommen. Gut geht. Ja, oh mein Gott, ich sag's dir, ich hatte so recht.
Eigentlich ist es ein gutes Zeichen. Ich bin so schockiert. Eigentlich ist es auch sehr gut für dich, dass du nicht so viel Schmerz ausgelöst hast. Und wenn du da wirklich so traurig darüber bist, dass es ihr nicht dreckig geht, dann ist es schon problematisch. Ja. Das ist schon problematisch. Aber... Ich kann es nicht glauben, gerade. Ja, aber du denkst ja auch schon ein bisschen sehr, okay, was war es denn überhaupt wert, wenn es sich so komplett kalt gelassen hat? Das so zu hinterfragen, verstehe ich auch, aber ich... Er hat ja auch nicht geweint. Ja, richtig. Also so, du hast ja auch nicht geweint. Ja. Von daher, warum sollte sie es denn tun? Ja. Boah, ich finde, oh nee, oh, ich habe so Gänsehaut. Mhm. Aber du bist in seiner Situation auch immer so auf dem Trip, wie ernst meinst du die Mädels, wie ernst meinen sie es, so, okay? Und wenn du dann halt im Endeffekt dir denkst, oh, ich weiß gar nicht, ob sie es so ernst gemeint hat, und dann geht's halt so, boah, super, endlich bin ich raus hier, dann ist ja auch so, ja, okay, meine Sorgen waren vielleicht ein bisschen zurecht da. You know? Anwendbar auf andere Bachelors, aber meiner Meinung nach nicht auf Dennis. Mhm. Meine Meinung einfach, so mein Gefühl. Aber ja. Ja, ich... Vor allem nach dem, mit dem Gespräch, im Gespräch mit David und so, da haben wir da ja auch nochmal tiefer reinblicken können, wie man sich in der Position fühlt, sehe ich bei ihm aber vollkommen gar nicht. Mhm. Ich persönlich. Ja, ist eine Einschätzung. Ja, ja. Ist eine Einschätzung, ist ein Gefühl. Ja. Wollen wir nicht diagnostizieren. Ja, genau. Aber, genau. Ja. Das war komplett strange. So bin ich halt. Und entweder man nimmt mich so und mit guten, schlechten Seiten, und er hat mich jetzt ja schon so kennengelernt. Von daher wirklich bin ich nicht fein damit, wie es ist. Ich liebe sie. Ich liebe sie einfach. Ich finde es so toll. Ich freue mich gerade richtig doll für sie, dass sie das so nimmt. Ja, aber ich glaube, die Einschätzungen von den beiden sind auch völlig in Ordnung. Ich glaube, sie ist so realistisch, dass sie halt auch weiß, ja, okay, weiß ich nicht, ob das jetzt im Real Life sowas gewesen wäre, aber ich bin hier halt in der Show, deswegen nehme ich mit, was da ist, und probiere da was draus zu machen. Und seine Einschätzung, dass sie nicht so krass intuit ist, wie zum Beispiel eine Katja, ist auch richtig. Ist halt auch einfach richtig. Vielleicht hat sie... Nicht, dass sie da was vorgegaukelt oder vorgespielt hat, das überhaupt nicht. Aber da ist einfach nicht das entstanden, was bei anderen entstanden ist. Naja, und vielleicht hat sie ja auch einfach, war sie besser darin, die Situation nüchterner zu betrachten. Sie war eine von drei, davor war sie eine von fünf. So, und dass sie einfach ihre Bremse nicht so locker gemacht hat. Das muss ja nicht heißen, dass sie sich nicht head over heels in ihn verliebt hätte, ab dem Zeitpunkt, wo sie gewusst hätte, dass er sie nimmt. Ja. So, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja. Es hat sich unglaublich richtig angefühlt, mit dir einzuschlafen und auch wieder aufzuwachen. Ja, und deswegen möchte ich dich fragen, ob du diese Rose annehmen möchtest. Ja, natürlich. Das freut mich. Ja, ich freue mich so. Also stell dir vor, er nimmt die Rebecca, okay, und dann schauen die sich im Nachhinein später die Show an, und sie guckt sich an, wie er nach dem Dream Date mit Katja sagen musste, ja, die Nachbarn haben sich schon beschwert, aber nicht wegen des Schnarchens. So, weißt du, ich kann es so verstehen, dass David und Lisa das nie angeschaut haben. Hat er doch gesagt. Ja, ja. Das kann ich so verstehen. Hast du ihm zugehört? Habe ich doch gesagt. Ich kann es so verstehen, dass er Ach das so, gesagt hat. Ach so, ich habe verstanden. Lob. Ich kann mir vorstellen, dass Nein. Lisa und David das nicht ich kann haben. Es so verstehen. Hörst du uns zu? Ich esse keinen Fisch. Ja, ich kann es so verstehen, weil das ist wirklich ein bisschen ekelhaft. Ja. Ja. Na? Na, du. Bin ich wieder. Hey, ich will erstmal sagen, dass du ein sehr schönes Leitungsan hast. Er macht weiter. Siehst du es schon wieder? Erstmal noch ein Kompliment reinballern. Oh Mann, ja. Okay, gut. Er will einfach sagen, nee, ich bin immer so. Das ist konstant. Das war gestern kein temporäres Lovebombing. Das Lovebombing wird dich verfolgen, solange wir zusammen sind. Es ist eine Authentizität. Ist es? Die an den Tag legt. Und sie spuckt aber gleich in ihr schönes Kleid. Ich kann dir keine hundertprozentige Sicherheit geben, wie sich meine Gefühle entwickeln werden. Aber was ich machen kann, ist, dass ich dir immer zu 100% sagen werde, was in mir vorgeht. Ich habe Gefühle für dich entwickelt, und ich bin einfach sehr gespannt, wo das mit uns hinführt. Das Ding ist, er hat nicht so die Disposition gelesen. Normalerweise, also er hat jetzt quasi das Drehbuch nicht so ganz eingehalten, weil das erfolgt eigentlich erst bei der finalen Rose. Ja, eigentlich erst im nächsten Mal. Er hat dann ärgert sich. Aber die haben ja so als Ausgleich den Dennis, ne? Mhm. Der ist ja total das schwarze Buch. Also, und aber er... Das halt schwarze so, Buch. Oder wie sagt man das? Weiß ich nicht. Das unbekannte Buch oder so. Ja. Aber er hier ist so Folge 7, ich habe mich in dich verliebt.
Ich möchte mit dir zusammen sein. Mausi. Early to the party. Ja. Deswegen würde ich dich gerne fragen, ob du meine Hose annehmen würdest. Komm, ich mach es noch kurz ein bisschen spannend. Ich glaube, sie nimmt sie. Sie nimmt sie auf jeden Fall an. Ich sag, sie nimmt sie auf jeden Fall an. Und ich finde gut, was er gesagt hat, also ich kann dir nicht versprechen, also weißt du, ich meine, ja, also, ich kann dir nicht versprechen, dass ich dich in 50 Jahren noch lieben werde. Woher soll ich das wissen? So. Naja, ich glaube, er meinte eher, ich kann dir nicht versprechen, dass ich dich in 2 Wochen noch lieben werde. Um diese Zeitspanne geht es nicht. Aber er ist halt, aber es ist ja Ding, es ist aber ja realistisch. Aber ich sag dir Bescheid. Genau, ist ja realistisch. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht. Mhm. Und ich denke, dass wir schon die Chance haben sollten, das weiter herauszufinden. also ja, das wäre auch verrückt, vielleicht wegen einer Emotion alles über Bord zu werfen. Fall auf die Schnauze, what doesn't kill you makes you stronger. Deswegen ab zum nächsten Narzissten. Komm, übertreib nicht. Nein, nee, ihn meine ich damit nicht. Das war auf mich bezogen. Sehr gut. Nein, aber ich finde es auch gut, dass sie dran bleibt. Ich meine, einmal nochmal gucken. Ja. Und im nächsten Date sagt er, ich liebe dich. Und dann ist sie so. Im nächsten Date so. Und dann ist sie so. Weg hier. Ja, wir dann zurecht. Ja. Dann, ja, hoffentlich sind sie zu dem Zeitpunkt auf keinem Hochhaus, weil ich glaube, da wird sie dann auch irgendwie runterspringen aus meinem Fact. So, bam. Ich freue mich. Ich habe fast gedacht. Bei der Entscheidung, tja, dann habe ich sie mal ganz kurz zappeln lassen. Ich kann heute was besser schlafen. War vielleicht auch ein bisschen bewusst. Ciao. Ein Auf und Ab der Gefühle. Macht Spaß. Es würde mich extrem überraschen, wenn er die letzte Rose an jemand anders vergeben würde. Jetzt kommt die Taktik heran durch. Das klingt richtig berechnend und extrem ekelhaft schon wieder. Wer hat nochmal gesagt, ich möchte ihn zerstören? Sie? Kann es sein, dass Mutti und sie einen unbemerkten Augenblick auf Toilette hatten und sie ein Handbuch in die Hand bekommen hat? Mutter? Jetzt auf einmal verstehe ich sie viel weniger, weil das hört sich alles sehr kalkuliert an. Das ist wirklich wow. Auch so, oh Mann, ey. Das ist das neue Screenbild. Das ist so Miss Taktik. Ja, krass. Sie spielt aber auch richtig mit uns. Wow, Ich hasse sie, dann können wir sie wieder nachvollziehen und haben Mitleid und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, an dem ich am Anfang war. Also ekelhaft. Wieder. So berechnet. Boah, ich nehme auch wieder ganz viel zurück von dem, was ich gesagt habe. So, krass. Also in diesem Interview redet sie einfach zu viel. Sie redet einfach zu viel. Du hast richtig deine Taktik raushängen lassen jetzt hier gerade. Voll ekelhaft. Mal wieder. Boah. Okay. Nee, ey, wenn der die nimmt. Oh Mann. Oh Mann. Und die Eva? Ja, die kann nur froh sein. Ist wieder raus auch. Eva. Eva macht einen Podcast und hilft uns allen, noch weiter zu heilen. Ich bin sehr froh darüber, dass du mir gezeigt hast, was für eine glückliche und liebevolle Frau hinter deiner Mauer steckt. Ich habe jede Sekunde mit dir genossen und werde die gemeinsamen Momente mit dir für immer in meinem Herzen tragen. Wo? Die Mauer habe ich nicht einfach einschütten sehen. Sie guckt immer so skeptisch, ne? Die machen jetzt bloß keinen Scheiß, Bro. Hast du jetzt irgendwas nicht dir gemerkt, was ich gesagt habe? Sie wird uns, wird sie gleich irgendwie auch ihm den Kiefer brechen. Ich habe für euch alle drei Gefühle aufgebaut. Aber leider habe ich für dich leider heute keine Rose, weil die Gefühle für die anderen beiden ein bisschen stärker sind. Ich brauche, glaube ich, gerade noch so einen Moment, um das jetzt so zu realisieren. Wow, kann es nicht so ganz glauben und irgendwie bin ich mir auch so ein bisschen verarscht. Aber ja gut, ist wie es ist. Tschüss. Ich habe das Gefühl, dass solche Erfahrungen dafür sorgen, dass sie nicht unbedingt angenehmer wird. Wahrscheinlich nicht. Das ist dann eher so bestärkend. Ja, ja, schon. Aber ich habe Mitgefühl mit dir, wirklich. Dass sie jetzt so, man hat echt gesehen, wie enttäuscht sie war und sie war so, wow, tut mir leid.
Ich sag dir, warum sie enttäuscht ist. Das kann ich dir genau sagen. Mhm. Wenn sie sich selber für die perfekte, unfehlbare Person hält und sie nicht verstehen kann, wieso sie nicht die letzte Rose bekommt. So, hä, siehst du nicht, dass ich der Jackpot bin? Nee. Siehst du es nicht? Ich glaube, aufrichtig, im stillen Kämmerlein manchmal, weiß sie, dass sie sich ganz und gar nicht so sieht. Deswegen muss sie das auch immer sagen, um uns das glauben zu lassen. Ja, aber das ist deine Theorie, dass jeder, der vorgibt, X zu sein, ist in Wirklichkeit Y, weil er der Y versucht zu überspielen. Ich sag, nicht jeder. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die sich am Ende des Tages wirklich so geil findet. Warum gibst du mir dann das Gefühl? Was? Warum gibt sie einem dann das Gefühl, dass sie sich so geil findet? Weil sie das braucht, diese Fassade, damit sie nicht eingeht an ihrem wahren Selbstbild. Das schreckt aber nur ab. Ja, ja. Also, thank you. So der Scheiß. Ja, voll. Aber wahrscheinlich kommt jetzt eine nächste Szene, wo ich dann sage, ey, die Bitch. Ja, wahrscheinlich. So, heute war das ja nur so. Ja. Na, du? Na, du? Oh Gott, du hörst dich jetzt schon fix und fertig. Wie geht's dir? Gut, eigentlich und dir? Ja, jetzt geht's mir auch sehr gut. Ja. Mhm. Weil Larissa hat die Rose angenommen. Ich bin erleichtert. Wow. Ist es so? Ich glaube, das meint er. Ja. Sie merkt aber auch, dass er fix und foxy ist. Sie ist sehr empathisch. Richtig. Ich glaube, er sagt dir, mir geht's jetzt gut, weil der schwierige Teil kam. Also war er jetzt schon. Weil Larissa die Rose angenommen hat. Ja, und weil er die rausgeschossen hat. Rausschmeißen musste. Er keine körperliche Gewalt erfahren hat, was er mit einkalkuliert hätte. Ja, ja. Also, es tut mir leid, aber die Gefühle für die anderen waren einfach stärker. Und dann so. Ja, genau. Ja, Mann. Du bist ein ganz besonderer Mensch und jemanden wie dich würde ich gerne in meinem Leben haben. Deswegen frage ich dich, möchtest du meine Rose annehmen? Ja, sehr gerne. Ey, ich muss die ganze Zeit dran denken, überleg mal, dann ziehst du diesen Menschen hier mit, ja? Diese Eva, die schon so viel Schmerz erlitten hat und so viel durchmachen musste und sich trotzdem noch so öffnet und sich so verletzlich zeigt und so süß ist einfach. Und dann schmeißt du sie als letztes raus. Ne? Ich möchte das, glaube ich, gar nicht sehen. Also ich glaube, ich möchte die letzte Folge gar nicht sehen, weil das kann ja wirklich passieren. Soll ich die mit Sebastian zusammen kommentieren? Statt dann hau ich dir aufs Maul. Spaß. Aber ich mag das, ja. Dann mache ich das. Ja. Ja, so. Wer wird denn berühmt? Wie Valentina und Gigi. Richtig. Und so. Und Jelis. Also. Boah, das wäre mein Traum, in jedes Fußstapfen treten. Wow. Kannst du so ein Haaröl dann auch machen und so. Macht ihr das? Jelicious. Nein. Du kannst sagen, Chilicious. Chilicious. Sie hat wirklich ein Haaröl rausgeholt und hat es auch Jelicious genannt. Ja. Ey. Und die Community kauft das. Das ist doch ein Bei der läuft richtig. Also dieses Licious ja. irgendwo hinten dran zu hängen, ist auch seit 2002 nicht mehr cool. Weißt du, warum kauft ihr das? Weißt du, wie mein erster YouTube-Name lautete? Sunny Licious. Ja. Wirklich? Ja. Und wann hast du den gemacht? Vor 4 Jahren. Nein. Doch. Labe nicht. Doch. Vor 4 Jahren das, und dann habe ich den gelöscht und dann habe ich gesagt, nee, heiß mal lieber, wie du heißt. Sehr gut. Sunnylicious TV hieß das. Wirklich? Es gibt noch die E-Mail. Ja, aber Glückwunsch, dass du das nicht gemacht hast. Hätte ich dir abgeraten, direkt davon. Ja. Ja. Nein, aber ist nicht schlimm. Nee, ist okay. Nee, ich stehe dazu auch. Gestern habe ich Röhre getragen, heute nicht, weißt du, man entscheidet sich so um. Nein, aber bei ihr wäre es wirklich so, siehst du schon richtig, also ich stimme dir da voll zu, wenn ich an seiner Stelle wüsste, dass da ein Risiko besteht, was beachtlich groß ist, dass sie das Ding nicht gewinnt, hätte ich sie wahrscheinlich schon früher präventiv rausgeworfen, einfach um nicht noch eine weitere Verletzung in ihrem Leben zu sein. Richtig. Ehrlicherweise. Mhm. Sebastian, high expectations. Scheiß, Bro. Wer bekommt die letzte Rose? Der schlimmste Tag von allen. Und wer möchte auch die letzte Rose annehmen? Noch ein paar Minuten. Uiuiuiui. Okay. Nächste Woche. Wann bist du wieder da aus Studi? Montagabend komme ich wieder. Studilicious. Ja. Montag? Sollen wir direkt Mittwochabend machen? Ich habe auch gerade überlegt. Ja. Ja. I can't wait.
Ich muss erst mal gucken, ob ich da was drin habe, aber... Stimmt, gute Frage. Ja, müssen wir mal gucken, aber dass wir so früh wie möglich, vielleicht kann es echt nicht abwarten. Ne? Ja, ja. Wow, was für eine Folge. Was für eine Folge. Aber weißt du, was wir die Reaction heute mit dir nochmal zeigt, dass ich, glaube ich, ab jetzt wirklich nur noch so auf Formate reagieren will. Mhm. Weil ihr kennt das ja von mir, dass ich die vorher quasi schon geguckt habe, die Sequenzen dann vorbereite und dann danach nochmal was dazu sage. Aber ich finde diese Achterbahn der Gefühle und der Eindrücke, spannender, weil man, ne? Ja, viel geiler. Ja, ja, ja. Das ist so, what? Nee. So, ja, heftig. Ja. Danke für die schöne Folge. Was ist dein Resümee? Hat Spaß gemacht. Mein Resümee ist, ich bin froh, dass ich ab jetzt wahrscheinlich nichts mehr von Kim hören muss. Spaß, oh Mann, die Folge meiner alles. Das ist ja nur deine Meinung. Ja, 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 aber wirklich dieses Auf und Ab und ich kann hier nicht mit relaten, dann in der nächsten Sequenz bin ich doch wieder dabei, wow. Und dann bin ich doch wieder da. Ja. So. Schon spannend, ja. Mann. Das ist echt richtig, ja, spannend. Ja. Richtig gut. Ja. Und ich bin einfach so gespannt, was Sebastian veranstaltet. Das ist egal eigentlich, ne? Aber was Sebastian macht, das ist irgendwie voll... Das ist mir egal. Was heißt, es ist egal? Ist mir eigentlich nicht egal. So. Hast du da so einen Nervenkitzel? Aber ich habe da nicht so. Nicht, da ist nicht so die Spannung da. Nee. Ob das jetzt. Wer ist jetzt nochmal drin? Ob das jetzt die Katja eine. Katja oder Rebecca. Ja, wow. Also jetzt wirklich, ob es die eine oder die andere ist am Ende, ist so scheißegal. Also ist mir wirklich so scheißegal. Da sind ja keine Emotionen oder so, so richtig, ja. Oder, ach, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Oder auch nicht. Ist doch egal. Jeder, wie er mag. Vielleicht finden Leute Dennis einfach total die Blue Man Group Show. Oder wie heißt das? Blueprint? Blueprint. Was willst du jetzt mit denen hier? Vielleicht ist das ja ein Blueprint für jemanden. Ja? Dass sie sagen, ey, genau so einer und nicht anders. Und es ist vollkommen in Ordnung. Na? Ja, natürlich ist es ja auch. Voll. Auf jeden Fall. Ja. Also, danke für eure Zeit. Schreibt bitte in die Kommentare, was das mit euch gemacht hat. Und dann sagen wir, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten und letzten Mal für diese Staffel. Vorletztes Mal. Wiedersehen. Oder ist es in einem? Wiedersehen kommt doch immer direkt danach, oder nicht? Ach Mann, die müssten das mal ein bisschen mehr dehnen. Ist das so? Ich glaube, das kommt direkt danach. Das kommt direkt danach. Das ist voll scheiße. Naja, und dann gucken wir, dass wir uns den Sebastian ranholen. Je nachdem. Wenn er nächste Woche Eva nach Hause gehen lässt. Ja, wenn er nächste Woche... Da habe ich ihn schon dreimal getroffen. Nein, Spaß. Schau mal vor. Rufmord. Nein, aber wenn er Eva nicht nimmt, muss ich halt gucken, dass ich Kontenance behalte. Weil sonst kommt er vielleicht... Das ist jetzt witzig, wir wollen ihn ins Interview und wir beleidigen ihn erstmal richtig gottlos. Du bist so einig, Bisch. Was ist falsch mit dir? Du musst immer sagen, ich finde, du bist ein Wichser. Oder ich finde, du bist so gottlos. Mhm. Weil ich finde, verändert alles. Ja. Ich finde, du bist so dumm. Ja. Meine Meinung. Ja. Meine Meinung. Ja, aber ich glaube wirklich, wir sind jetzt noch einmal hier zum Reacten zusammen. Aber wir können jetzt ja auch die Reactions stückeln. Theoretisch. Wir könnten die letzte Folge erstmal reacten und dann das Video sehen. Extra reacten. Ja, aber das müsste dann wirklich einen Tag nach dem anderen hochkommen. Mhm. Weil sonst gucken die sich das bei den anderen an. Machen wir. Wir sind ja kein Monopol. Doch, eigentlich schon. Nein. Doch, wir sind konkurrenzlos. Wir sind konkurrenzlos. Deabonnieren alle anderen Kanäle. Scheiß auf die. Safe. Ja, in dem Sinne. Tschüss. Wir sind gar nicht. Was denkt ihr, wie narzisstisch sind wir? A, B oder C? Richtig. Alle so A. Nee, C. C. Ja. Locker C. C. Ja. Ich bin eine stabile C. Ich stehe dazu. Ciao.